Noch nicht. Scheint zu funktionieren. Gut, also jetzt läuft's bei mir. Meinetwegen können wir loslegen, wenn ihr soweit seid. Okay. Bin soweit, ja. Jo, dann mache ich mal den Pausenbildschirm weg. Und los geht's mit der MDE Sports Sprechstunde. Heute mit dabei der Scope, wie schon beim letzten Mal. Ich, Kralle, wie auch beim letzten Mal. Und anstatt dem Vorsitzenden haben wir heute dabei den Henning. Henning, sag doch mal was. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Hallo Henning. Hallo Henning. Hallo Scope, hallo Kralle, hallo Zuschauer, hallo YouTube. Ich bin im Fernsehen. Was liegt euch denn zuerst auf dem Herzen? Ja, wir können ja einfach mal fragen, was unser Gast so die Woche gespielt hat, bevor wir damit anfangen. Dieser Woche ein wenig League of Legends, dazu Overwatch, wo ich wieder mal Spaß gefunden habe nach einer kurzen Woche. Ich habe es endlich geschafft, meine super Play-Matches zu spielen, wurde Rang 56 gerankt. Ich bin sehr zufrieden mit mir. Naja. Und ja, sonst eine sehr angenehme Woche. Und durch das Hauptereignis, das wir ansprechen müssen, auch in unserem Stream hier, Magdeburg Esports ist endlich ein eingetragener Verein. Das Goal haben wir erreicht. Ja, beseitigt. Lange hat es gedauert. Jetzt sind wir ein Verein. Nicht mehr in Genehmigung. Wurde auch dementsprechend gepostet und wird wahrscheinlich einfach noch mal betrunken. Mit dem Sekt oder so. Betrunken? Auf jeden Fall. Ja. Naja, auf uns mal hochleben lassen. Ja, genau. Der Henning hat jetzt aber gleich so viele Sachen angesprochen. Erstmal, wie gesagt, das mit dem Verein, dass das jetzt durch ist, offiziell eingetragener Verein. Da hat der Henning gesagt, Overwatch, wo er wieder Spaß dran gefunden hat, wie kann ich das verstehen? Ich habe einfach mal angefangen, den räudigsten Champion auf diesem Planeten zu spielen. Bastion? Nein, das ist auch von einem anderen Vereinsmitglied. Nein, ich habe mit... wie heißt die wieder? Torbjörn? Reaper angefangen. Ah, mit Reaper. Hab alle meine restlichen 7 Placement-Matches only Reaper gezockt. Na, so Leute mag ich ja. Die überhaupt nicht flexibel sind. Ich bin flexibel. Naja, 7 Placement-Matches mit Reaper. Mann, ist das flexibel. Naja, aber wenn jemand mal Reaper gut kann, wäre das ja mal ein Beitrag. Auf jeden Fall. Wir können es in den nächsten Game auch ausprobieren. Die ist ja auch bald wieder. Die ist jetzt kommende Woche Donnerstag, richtig. 19. Genau, alle herzlich eingeladen. Vorausgesetzt, Kabel Deutschland macht mir dann nicht wieder einen Strich durch die Rechnung, wie beim letzten Mal. Da war ja auch was, ja. Ja. Dann hast du noch gleich was anderes angesprochen, und zwar diese Placement-Matches. Und zwar ist seit dem letzten Mal, das war ja jetzt gestern vor 2 Wochen, als wir uns da unterhalten haben, bis jetzt ist ja innerhalb der letzten 2 Wochen dieses Ranked-System für Overwatch released worden. Da hatten wir uns beim letzten Mal schon drüber unterhalten, ein bisschen spekuliert, ein bisschen über das, was man schon gelesen hatte. Jetzt ist es da, Henning, Scope, eure Meinung dazu? Es ist aktuell noch ein bisschen, also ich bin ja heute eingerankt worden, kann daher noch in der Erfahrung meiner Freunde sprechen, die letzten Tage so eingerankt wurden. Es ist noch ein bisschen unbalanced, was das Auf- und Absteigen innerhalb der Ränge angeht. Mein Kumpel beispielsweise hat 3 Spiele in Folge gewonnen, ist nicht aufgestiegen, hat danach 1 verloren, ist instant abgestiegen. Also da ist die Flexibilität und die Konstanz innerhalb dieses Systems noch nicht ganz da, meiner Meinung nach. Ich werde sehen, wie ich mich das entwickle. Ich bin ja heute eingeholt worden. Wobei das immer mit Vorsicht zu genießen ist, wenn man das so hört von jemandem, weil die Leute verstehen als nicht, wie das funktioniert. Und zwar, wenn du gegen ein Team gewinnst und in einem Gegnerteam ist einer gelieft, kriegst du nicht die volle Punktzahl. Und natürlich ist ein Sieg nicht gleichwertig mit einer Niederlage, weil es ja immer darauf ankommt, was das Gegnerteam für ein MMR hat. Und wenn du gegen ein Team gewinnst, was ein schlechteres MMR hat, kriegst du natürlich auch weniger Punkte. Wenn du gegen ein Team verlierst, was ein schlechteres MMR hat als du, kriegst du natürlich einen Haufen Punkte abgezogen. Hm. Also mein Rekord war, in einem Spiel hatte ich 4 AFKs im Gegnerteam. Die taten mir auch leid. Das ist natürlich toll. Ja, das macht viel Spaß. Aber gut, ist natürlich in jedem einen Spiel genauso, wo man die Leave-Option hat. Scope, deine Erfahrung? Ja, also ich wurde ja auch mit, keine Ahnung, 55 oder so nach den Placement-Matches eingestuft. Und man hat es dann sofort gemerkt, als wir hier mal eine Gruppe gespielt haben, da war einer mit, weiß nicht, Level 35, was der war, 36 dabei. Und das hieß natürlich, dass wir im Durchschnitt
dann 40er und so bekommen haben. Wenn wir oder wenn ich da die Spiele verloren habe, habe ich natürlich ordentlich Abzug bekommen. Und für einen Sieg gab es da nicht so viel. Mhm. Und das ist natürlich immer ein bisschen tragisch. Gerade wenn es Leute sind, die man kennt, da kann man ja auch nicht sagen, ja, ich spiele jetzt nicht mehr zusammen. Ja. Ja. Was aber irgendwann muss man dann sagen, gut, bei einem bestimmten Level, da können wir dann halt nur Quick Play oder so machen. Weil wenn du das ernst nimmst, weiß ich nicht, wenn du besser werden willst, also natürlich geht das Spiel davon aus, wenn deine Gegner alle 40er sind, dass du dann quasi das Spiel da auf deinen Schultern nimmst und dann gewinnst, aber so einfach ist es ja dann doch nicht. Hm. Aber ansonsten ist es spaßig, also ich weiß nicht, wenn ich das Solo spiele, muss ich sagen, stimmt da schon die Kommunikation in 70% der Fällen zwischen den Randoms ziemlich gut. Ja, also die Community ist aktuell noch sehr entspannt, was das Rank 7 so angeht, wenn ich es vergleiche mit anderen Spielen. Also ich finde auch, dass in dem Rank-Modus kommen auf jeden Fall immer, was heißt immer häufiger, wirklich knappe, spannende Matches zustande, wo nicht halt schon am Anfang klar ist, wer da jetzt wen überrollt wie ein D-Zug. Aber mich stört halt eine Sache ganz extrem und das ist, wie das gelöst ist auf den einzelnen, bei den einzelnen Spielmodi mit den, was quasi passiert, was, wenn unentschieden ist. Da hatten wir ja beim letzten Mal, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, Scope. Und zwar bei King of the Hill ist klar, da wird ein Best of Five gespielt. Wer drei Runden zuerst gewinnt, hat gewonnen. Alles klar, kein Problem. Den Payload-Maps ist es grundsätzlich erstmal so, wer die Payload weiter schiebt, gewinnt, außer beide schieben bis ins Ziel. Dann gibt's einen Coinflip und da ist halt erstmal das erste Problem, und zwar, wenn es dann diesen Coinflip gibt, greift einen eine Seite an und die andere Seite verteidigt, und das ist einfach nicht gerecht, weil je nachdem, wie das Team drauf ist, ist Angreifen eigentlich schon einfacher als Verteidigen. Ich verstehe nicht, warum sie da nicht irgendwie eine andere Lösung finden. Genauso ist es bei den Punkten-Capturen. Da gibt es ja auch Karten wie zum Beispiel Hanamura, musst du zwei Punkte einnehmen, und da ist es eigentlich total irrelevant, wer die Punkte schneller einnimmt oder nicht, weil es ja total irrelevant ist, auch ein bisschen falsch. Wenn du jetzt angenommen dein Team braucht, um beide Punkte einzunehmen, 6 Minuten, dann hast du noch 4 Minuten Rest auf der Bank. Das Gegnerteam nimmt die beiden Punkte ein in 8 Minuten, die haben also noch 2 Minuten übrig. Und dann wird halt nochmal von vorne angefangen, wieder mit beiden Punkten, und du hast deine 4 Minuten noch und das Gegnerteam die 2 Minuten. Das wird so oft wiederholt, bis keiner mehr Zeit übrig hat oder einer mehr Punkte hat. Sollte der Fall sein, dass immer noch ein Unentschieden entsteht und keiner hat mehr Zeit übrig, wird dann wieder ein Coinflip entscheiden und ein Team greift an und das andere verteidigt, und je nachdem, wer da gewinnt, gewinnt das Match. Und das verstehe ich nicht. Warum sagt man nicht einfach, ey, das eine Team hat die ersten 2 Punkte sowieso schneller eingenommen als das andere Team, also gewinnen die generell. Also spielt am Anfang das gar keine Rolle, ob du schneller bist oder nicht, kommst auf jeden Fall in die Verlängerung, solange du beide Punkte einnimmst. Ja. Das verstehe ich nicht. Warum denn nicht einfach sagen, hier das Team, was bis 6 Minuten gebraucht hat, hat gewonnen? Frage, was sie sich dabei gedacht haben. Also ich kann es auch nicht wirklich nachvollziehen. Am besten ist es wirklich, wenn man das Spiel vor dem Coinflip gewinnt, weil der ist so random. Das ist so, als Angreifer nimmst du einfach ein Team, das so, weiß ich nicht, Lucio und 2, 3 Tanks, und du pumpst dich einfach durch bis zu dem ersten Punkt und dann war's das. Das ist jetzt nicht so die Schwierigkeit, aber das verteidigende Team hat arge Probleme, die zurückzuhalten, weil das ist, weiß ich nicht, ist ein bisschen schrecklich gelöst. Ja, so mal beim verteidigenden Team ein, zwei wichtige Chars, wie zum Beispiel Healer und Tank, rausgenommen werden, die brauchen erstmal so lange, bis die wieder da sind, weil die auch meist einen längeren Weg haben, dass die Sache damit durch ist. Ja. Also finde ich nicht gut gelöst. Gefällt mir nicht. Vor allem braucht das verteidigende Team braucht mehr Koordination als das angreifende Team. Ja. Das angreifende Team bleibt im Pull, geht vor zur Payload und hämmert sich halt einfach durch. Und wenn mal einer stirbt, ist er schneller wieder ran. Und du hast genug Zeit, wenigstens 2-3 Mal zu sterben. Und kriegst das trotzdem noch da hoch. Ja. Oder dahin, wo es soll. Ja, kannst nichts machen. Musst mit leben. Oder nicht Ranked spielen. Oder so. Ja, aber ich denke, wir sollten in den nächsten Wochen und Monaten eher noch ein bisschen balancen, was das angeht, oder vielleicht sogar das Prinzip verändern. Ja, die haben ja jetzt quasi schon gebalanced, indem sie die Zeit einfach runtergedreht haben auf manchen Karten.
Du hast jetzt bei dem Coinflip da, bei dem Sudden Death, hat das angreifende Team jetzt halt weniger Zeit gekriegt. Aber ich weiß nicht, ob das Problem löst, wenn du da auf einer Karte 10 Sekunden weniger Zeit hast. Oder so. Ja. Und zum Thema einfach kein Ranked spielen, ich finde im Quick Match, das geht ja mal gar nicht. Das ist noch räudiger, ja. Also, das ist ja mittlerweile so schlimm, dass da eigentlich jeder Mongo macht, was er will und da achtet keiner mehr drauf, dass da irgendwie die Teamzusammenstellung stimmt und finde ich ganz schrecklich. Ja, das ist leider so. Das ist halt so. So. Aber in vielen Spielen auch so, wo es ein Normal Match gibt. Weil, naja. Muss damit leben. Ich werde jetzt auch noch Ranked spielen, so einfach weil es, wenn ich schon gewinne, will ich auch so ein Ranked in gewissen Sinne. Ja, und ich finde es, ich weiß nicht, in Overwatch ist es einfacher, Ranked zu spielen, als meinetwegen Dota oder so. Da hast du ja, weiß nicht, wenn du da, alle oder bei League of Legends, weil einfach das Spiel länger dauert, wenn du da sagst, gut, ich spiele jetzt Ranked und du verlierst das vielleicht, dann hast du 50 Minuten ins Sand gesetzt und noch Punkte verloren und das ist alles, deprimierender als an Niederlagen Overwatch. Natürlich ein Vorteil von dem Ranked Match natürlich ist, dass er für die Gewinner auch die Belohnung kommt, diese lilane Währung. Ich weiß nicht, ob so einen Namen hat. Hat die einen Namen? Die hat einen Namen, der mir natürlich gerade nicht einfällt. Na egal, ich finde das Prinzip auf alle Fälle super, dass man sich davon eben quasi diese goldenen Waffen, also die Errungenschaften kaufen kann. Das ist auch vielleicht etwas wie Langzeitmotivation so. Also das muss ich sagen, fand ich auch ziemlich albern, dass diese quasi die Idee hinter allen besonderen Waffen einfach ein goldener Skin ist. Wir denken ja, wow, Gold ist so Schrott. Ja. Ich find's super. Vor allem bei manchen macht es gar keinen Sinn einfach mal. Zum Beispiel Zenyatta oder dieser Supporter, der da rumfliegt und der hat gar keine Waffe im Grunde genommen. Zenyatta was? Ja, da sind dann die Kugeln, die um ihn drum herum schwirren, golden, die aber eh schon golden sind. Die sind dann halt nur noch goldener. Wir haben Golden Soldier, ja. Wahrscheinlich schon Gold. Ja, also. Aber ich finde es trotzdem gut, hat ein bisschen was für Langzeitmotivation. Und es dauert halt noch Ewigkeiten, wenn man pro Sieg nur einen Punkt bekommt. Und ich weiß nicht, die Dinger kosten 52 oder so. Also. 300 kostet eine Waffe. 300? Ja, 300. Also die Idee ist auf jeden Fall gut, aber ich finde halt einfach, goldene Waffen sind. Naja, nee, hoffen wir mal, dass da vielleicht noch was anderes kommt dann. Ja. Vielleicht weil es gibt bei Dota auch öfter mal, dann denken sich Vive, wir müssen ja was Besonderes machen, meinetwegen irgendein besonderer Kurier, ja. Und die besonders seltene Version von diesem Kurier ist in Gold. Ich will so, wow, sieht aber völlig hässlich aus in Gold. Weißt du? Warum muss das denn Gold sein? Es ist ja nicht wie, weiß ich nicht. Nur weil Gold denn echt wertvoll ist, ist das in einem Spiel, hat es nicht annähernd dieselbe Wirkung. Vielleicht machen sie ja irgendwann nochmal so, was eine Möglichkeit wäre, irgendwelche speziellen Skins, die man sich nur mit diesen Ranglistenpunkten kaufen kann. Gibt auch noch irgendwann, wenn alle die goldenen Waffen haben. Solange die Skins nicht haben. Auch alle golden sind. Oder ja, Partikeleffekte wäre mal was. Also ist das Prinzip der goldenen Waffe in vielen Spielen ja so verbreitet ist. Also ich kenne es von diversen Free-to-Play-Spielen. Wenn man da Geld reinpumpt, kann man ja auch tolle goldene Waffen kaufen. Die können nichts anderes, aber sehen halt super gold aus. Und dann nutzt darum, die Gegner zu nerven. Nur bei Call of Duty gibt es ja noch eine Stufe mehr. Wenn du alle Waffen einer Gattung auf Gold gespielt hast, dann schaltest du sie in Diamant frei. Oh, aber schon so seltsame Dinger sahen auch ultra scheiße aus. Krasser Scheiß. Damit gehe ich jetzt zum Kindergeburtstag meiner kleinen Schwester, wir machen Prinzessinnenfest. Pizza gibt's da, Pizza. Und dann das nächste noch zu Overwatch, bevor wir über was anderes sprechen können, was mich dann weniger interessiert. es hieß, letztens habe ich jetzt gelesen, die Woche irgendwann erste Leaks zu dem ersten neuen Helden sind rausgekommen und zwar Sombra, bin ich da jetzt richtig? Heißt die so? Ich habe mich da noch nicht informiert, also. Und zwar soll das ein Support Sniper sein. Hab da gerade mal. Kann ich mal im Stream auch kurz zeigen, da so eine Konzeptskizze von dem Scharfschützengewehr und der Gedanke ist dabei einfach, dass der dann quasi ein Sniper, wie ein Sniper funktioniert, ist ja klar, wie Widowmaker, nur eben nicht auf die Gegner schießt, sondern auf die eigenen Verbündeten, um die dadurch zu heilen, wobei ich mir das noch ein bisschen komisch vorstelle. Klingt nicht so, als ob ich Spaß mit der Klasse hätte. Das ist wahrscheinlich für die Leute, die ein gutes Aiming haben.
aber in diese Rolle keinen Bock Schaden zu machen oder halt, wenn Supporter gebraucht wird oder so, ja. Vorstellen kann ich mir jetzt auch noch nicht. Aber ein Support, der seine Leistung bringen kann, ohne direkt im ersten Feuer zu stehen, ist natürlich schon was. Da weißt du, wie nervig der sein kann, wenn er aus dem Hintergrund die ganze Zeit die Tanks hochhält. Ja. Wenn dein Team mitspielt, will die natürlich sich laufend auf seiner Line of Sight bewegen, ja. Du stehst hinten und siehst einen, der kurz vorm Abnibbeln ist, willst den High-End und der haut ab. Was ja jetzt schon ein Problem ist. Ja. Und dann denkst du so, meine Herren, bleib doch einfach stehen, ich heil dich. Oder du schießt daneben, was schlecht ist. Aber im Grunde genommen finde ich es erstmal gut, dass er erstmal einen neuen Heiler bringen, weil es gibt zwar 4 Support-Klassen im Spiel, aber nur wirklich 2 davon sind auch als Heiler zu gebrauchen. Also die anderen kannst du nicht Heal Alone spielen. Und von daher ist da auf jeden Fall Bedarf. Wir werden ja sehen, was das in den nächsten Wochen und Monaten noch so raushaut. Genau, wir lassen uns überraschen. Also das wäre jetzt eigentlich meins, was ich zum Thema Overwatch anzusprechen hätte, mehr habe ich jetzt in den 2 Wochen nicht mitgekriegt. Ja, ist nicht schwierig. Ich habe gesehen, dass der Henning Football Manager gespielt hat. Ja, hervorragend. Also das fand ich gut. Wie hast du dir den besorgt? Den kriegt man ja so in Deutschland nicht. Über MOGA. Okay. Ja, also darüber war. Ich meine, diesen Football Manager gibt es ja allgemein nicht, sowohl 15 als 16 gibt es nicht mehr. Sollte nicht mehr offiziell da produziert werden, das gibt es nur auf Englisch. Man muss halt immer über MOGA den Key kaufen und dann eben auf Deutsch patchen quasi aus dem Forum raus. Genau, das habe ich auch gelesen. Weil ich spiele ihn ja gerne, das ist ja der, also ursprünglich hieß der ja Championship Manager, damals. 1996 habe ich den gespielt. und die Entwickler hatten dann mit Eidos oder so, haben die glaube ich damit zusammengearbeitet. Auf jeden Fall ging das irgendwann so, dass dieses Entwicklerteam nicht mehr mit dem Publisher zusammenarbeiten wollte. Der Publisher hatte aber die Rechte an dem Namen. Es gab also immer noch Championship Manager, der hatte aber nicht mehr die Basis und Sega bringt ja diese Football Manager raus, aber die dürfen die ja in Deutschland nicht mehr verkaufen. Nee. Weil in Deutschland das ist irgendwie. Ziemlich nervig so. Genau. Ist das, der Sega Football Manager 2016? Genau. Ist halt der Beste auf dem Markt und der ist hier nicht käuflich zu erwerben. Wegen Rechten, die bei EA liegen. Oder was hatte ich letztens gelesen? Liegt daran, dass EA halt die Bundesliga-Rechte hat in Deutschland für Software. Und das heißt, oder Sega hat die einfach nicht gekauft, deswegen gibt es die ja nicht. Deswegen haben sie auch keine offiziellen Spielerbildung, keine offiziellen Vereinswappen, keine richtigen Namen, also Schalke heißt ja Gelsenkirchen und sowas. Aber das kann man eben zum Glück einer sehr aktiven Community, wie ich sagen muss, alles nachpatchen. Ja. Da gibt es einen Workshop von Steam, Millionen von Sachen, die man da reinbauen kann. Was ich gut fand, diesmal haben sie den In-Game-Editor quasi ins Spiel rein integriert, dass man sich schon innerhalb des Spiels eigene Ligen und Clubs erstellen kann. Das finde ich sehr gut. Allgemein ist das Spiel viele, viele Millionen Möglichkeiten, da selbst Einfluss zu nehmen. Und ist einfach super. Ich muss sagen, es fesselt auch sehr. Also beim einen habe ich jetzt mal 600 Stunden voll bekommen. Und ich habe doch mal entschieden, so, na, eigentlich kannst du mal aufrüsten. Auch für 16, weil es, wenn du lange nichts zu tun hast. Ich muss sagen, bin sehr zufrieden. Also. Ja, also Football Manager. Genau. Und halt gut für lange, lange Sessions. Und das ist wie, weiß ich nicht. Also außer Leute, die jetzt viel FIFA spielen, man kauft sich so alle 3-4 Jahre mal ein. Ja? Man hat dann so, es wird mal wieder Zeit für einen Fußballmanager, ich hab mal wieder Lust drauf. Oh, dann kauft man sich mal wieder ein. Man kann jetzt theoretisch auch jedes Jahr den neuen, einfach nur neu draufladen. Das ist ja auch die aktuellen Kader und sowas, also ich würde von 2011 reichen, um 2016 zu spielen, aber es gibt halt immer wieder neue Funktionen, eben wie diesen Ingame-Editor. Ja. Und er ist halt der Beste, der von Sega. Ja. Und von dem Entwicklerteam, die dahinter stehen, das ist, die Engine war damals schon hervorragend. Das ist halt ein Manager nach englischem Vorbild. Man kennt ja, also deutsche Fußballmanager sind halt die, wo man bis zur Würstchenbude runterbricht. Wo man da die Preise vom Brot und so festlegt. Und das Stadion ausbaut. Aber da ist ja bei den englischen Fußballmanagern ist man ja wirklich der Trainer im Endeffekt. Man fragt beim Vorstand an, ob man Geld bekommt für Spieler, man baut nicht aus selbstständig, das machen die alles. Man legt keine Preise fest. Man ist nur dafür zuständig, das Team zu scouten, aufzubauen, zu trainieren und halt die Aufstellung so zu machen. Und das war schon damals genau das, was ich wollte. Ja, ich fand das immer so interessant,
als kleine auch mit aufzubauen, quasi eine Autobahn aufwarten, was es nicht alles gab. Und das war schon immer geil. Und ich habe auch schon viele Stunden in Fußballmanager. Nur heutzutage, ich sehe zwar jedes Jahr, dass er rauskommt und denke mir so, huh, aber habe ich überhaupt die Zeit, den zu spielen, weil dann bleibt alles andere liegen, wenn er erstmal drin ist. Drin bist, ja. Ja. Weil also, ich war irgendwie 13 Stunden am Stück, wo ich mir auch dachte, oh, ist das in 3 Saisons gespielt, geh doch mal schlafen. 13 Stunden am Stück Fußballmanager. Da gibt es auch, auch ein gutes Buch zu. Ah, das finde ich jetzt. Programm sogar. Ein Comedy-Programm nach dem Motto FM Manager Stole My Life oder so. Genau, genau. Oder Ruined My Life. Das gibt es auch auf Steam sogar. Das gibt es sogar auf Steam. Und dazu gibt es auch ein Buch, weil es viele Leute gibt, die viel Zeit und auch ihre Ehen aufs Spiel gesetzt haben. Mit Football Manager, gerade in England. Beides. WoW-Effekt. Genau. Und du darfst natürlich wirklich nur, dass du alleine davor sitzt, ja. Du hast noch nicht mal soziale Kontakte. Du sitzt einfach nur da und sagst, nächster Spieltag. Oh, hier, Vertragsverhandlungen. Und so weiter. Es gibt auch einen Multiplayer, den gibt es auch. Oh. Inzwischen, ja. Ja. Aber bei 15 ist es ein bisschen schwierig, weil der Hostet kann schnell, der Rest ist total langsam, egal welche Level du hast. Bei 16 ist es inzwischen besser. Bei 16 haben sie so einen Fantasy-Draft eingeführt. Das fand ich richtig cool. Habe ich mit meinem Kumpel gestern ausprobiert. Hat sehr viel Spaß gemacht. Kannst du quasi festlegen, wie viel Budget du hast, und dann kannst du in die Spiele zusammen suchen, die einen bestimmten Marktwert haben, und die kannst du auch bei mir spielen lassen. Ja, das ist auch ein also, cool. Also ich kann es nur empfehlen. Ja, als ich das gesehen habe, dass du das spielst, ich so, oh, erstmal war ich natürlich neugierig, kann man das jetzt endlich bei uns erwerben? Ich bin dann natürlich über dein Profil oder über das, so, gehen wir auf die Shop-Seite, und dann sagt sie natürlich gleich so, hä, nee, ja, in deinem Land kannst du das nicht. Ja, ist also immer noch so schrecklich. Football Manager, feine Sache. Schon viel Liebe draufgegangen. Ist im Endeffekt so ein Spiel wie irgendwelche Strategiespiele. Tiff oder so, man sagt halt immer noch eine Runde. Immer noch. Komm, das gucke ich auch noch, was dabei rauskommt. Ja, die Spielphase. Genau, das auch noch. Also jetzt habe ich ein neues Team, jetzt können wir den ersten Spieltag noch machen. Also, den zweiten jetzt aber auch noch. Eine Quest noch. Ja. Und das muss ich schon sagen, macht schon sehr viel Spaß. Vor allem, weil man dann. Wenn man dann 10, 20 Saisons gespielt hat und dann so zurückblickt, vielleicht noch ein paar andere Trainerstationen drin hatte. Bei mir und so. Genau, und so. Genau. Also, wo du vor erst 3 Stunden her so Nostalgie ja, genau. Ach, der war bei mir, ach, jetzt spielt der da und da, hat da gespielt, ach, der ist ein Trainer da und sowas. Das ist Mann, richtig geil. Was aus dem geworden ist. Ich habe heute noch Namen im Kopf von Spielern aus 96, weißt du? Da habe ich damals ja Bremen gecoacht. Und da hatte ich mir einen türkischen Spieler geholt. Kemal Habib oder so. War halt auch alles ausgedachte Namen. Damals noch. Und ich weiß immer noch, das war einer der besten Abwehrspieler, die ich damals hatte. Und an die denke ich heute noch, wenn ich da zurückdenke. Nee. Mein erster Football-Manager war quasi der Premier-Manager 2004 bis 2006 für den Game Boy Advanced. Oh. Das war so das erste Manager-Spiel, mit dem ich in Kontakt gekommen bin. Ja. Allererster war Bundesliga-Manager. Bundesliga-Manager Hattrick. Das war 94 oder so. Ja, das war nicht geboren, Digga. Siehst du, deswegen. Ich bin 96. Und da gab's den gab's auf CD. Und die CD-Version hatte das Problem, dass du nur bis zur ersten Winterpause spielen konntest. Dann ist dir das abgekackt und es ging nie weiter. Gab vielleicht auch Patches, aber ich war ja zu der Zeit absoluter Noob und es gab kein Internet. Also hätte man wahrscheinlich irgendwo eine CD finden müssen mit dem Patch. Mhm. Es gab das Spiel aber auch auf Diskette und ein Bekannter von mir aus dem Dorf, der hatte das auf Diskette und ich so, ey hier, bring die mal vorbei. Das kann nicht sein, weil ich saß nur mit meiner Schwester davor und immer zur Winterpause, Punkt. Boah, so vorbei. Immer bevor die Hallensaison losging, haben sie sich schön geteased, oh hier Hallenturnier, hast dich angemeldet und dann kam es. Gab's einen bestimmten Punkt, ein Datum, immer vor den Halbturnieren vorbei. Dann halt Disketten besorgt und dann Bundesliga-Manager Hattrick gespielt. Das haben wir auch, glaube ich, hier unser Vereinsvorsitzender, die haben das in Koppenstedt gespielt. Mhm. Mit mehreren am Rechner. Ich habe damals noch den Vorgänger bei einem Bekannten bei meiner Oma gespielt. Das hast du dann auch bei schönstem Wetter zu viert davor beim Bundesliga-Manager Professional gespielt.
Und dann kam dann meine Oma und die Eltern kamen hoch, seid ihr verrückt, ihr sollt rausgehen. Wir so, nein! Es steht noch das Finale der Landespokal und so. Ja. Ich gegen ihn. Ja, also das geht nicht. Das war schon sehr geil. Also da du gerade aber auch gesagt hast, unser Vereinsvorsitzender mit Omikron, da, weil ihr jetzt so über Fußballmanager sprecht, habe ich damals auch, weiß ich noch, bei ihm zu Hause im Keller bei seinen Eltern mit seinem kleinen Bruder 2 Nächte lang durch Anstoß 3 gespielt. Genau. Im Multiplayer. Die haben ganz viel Anstoß immer gespielt. Genau. Das sagt mir ja um nichts. Ja, Anstoß war quasi immer der Konkurrent von Bundesliga-Manager, das waren halt beides deutsche Manager, wo man halt alles bestimmen konnte. Warst der Chef von allem. Oder hat dann in der Regel irgendwo vierte Liga angefangen, sich irgendeinen Verein genommen und hat den dann bis zur Champions League hochgespielt oder halt. Ja, und das ich kann mich noch mal dran erinnern, wenn man, was weiß ich, 0-3 hinten lag oder so, oben diese Option, wo man dann mit der Brechstange anklicken konnte. Genau. Einmal nach vorne rein. Heute ist das natürlich alles schon besser. Sehen wir ganz so viel davon an, dass das Buscherrecht sah nicht gleich so schlecht aus, muss ich sagen. Ja. Wow, ganz okay. Was guckst du denn jetzt gerade an für ein Video? Irgend so ein Let's Play davon. Von Anstoß 3. Ja, ich zeig. Ja, gibt es auf YouTube. 8.6.2014. 14.000 Aufrufe. Ja, Anstoß 3, bestes Spiel der Welt. Echt, denn nicht? Genau, so sah es aus. Anstoß 3. Er hat sogar auf die Originaldaten von 2013, 2014 geupdatet. Was gibt's? Anscheinend. Also anscheinend gibt es eine Community dahinter, die das so durchzieht. Weil das ist ja auch schon ewig her, das war 2000 oder so, wo ich das mit Mülli da als auf LAN-Zimmer, das war immer so das Spiel, wenn alle anderen schon weg waren von der LAN und dann nur noch die letzte Nacht hat man nochmal eine Nacht Anstoß zu dritt durchgezockt oder so. Der harte Kerl ist doch da geblieben. Ja. Das war ja auch das Spiel, da saßt du stundenlang quasi vor diesem Bildschirm und hast immer nur alles hin und her geklickt und dann hast du geguckt, dass da irgendwann steht, hat ein Tor geschossen. Ja, von einem Minute zum anderen, ja. Was auch für Reize aus. Also mein größter Anreiz ist immer so, kauf immer so einen Spieler und dann muss der gefälligst einschlagen. Dann setze ich noch mal ein, so, das muss klappen. Naja. Ist natürlich heute alles noch viel, viel besser. Kannst viel mehr entscheiden, wie die Spieler aufeinander wirken. Ich habe, glaube ich, mal die Demo von Football Manager 2014 gespielt und ich war so überrascht, was es alles für Möglichkeiten gibt, dass du sogar die Spielfeldgröße einstellen kannst, die auf dein Team anpassen und so. Du kannst einem neuen Spieler, einen alten Spieler an der Hand geben, dass er den ein bisschen einarbeitet. Mhm. Und, das fand ich schon sensationell. Ja. Von Manager 2016. Muss ich empfehlen. So viel dazu. Gut. Wie gesagt, über Key-Seiten kaufen, weil den Deutschen kriegt er nicht. Ja. Oder schenken lassen von jemandem, der im Ausland wohnt. Das geht auch. Wenn man eine vertrauenswürdige Person hat. Ich glaube, ich habe irgendwie 18,66 € bezahlt oder sowas dafür. Also, der ist im Angebot bei MUGA. Keine Werbung hier. Wenn ich bei Gameskeyshop.com. Wahrscheinlich. Gut. Noch irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt? Oder sonst würde ich nämlich nochmal was einwerfen. Ja, raus. Und zwar, ich seit, nagelt mich jetzt nicht auf den Tag fest, aber irgendwann seit dieser Woche ist das Spiel Evolve free to play. Mhm. Kennt ihr Evolve? Ja. Ja, wurde ja auch mächtig gehypt. Ich glaube, wann kam es raus? Letztes Jahr irgendwann? Vorletztes Jahr? Ich glaube, vorletztes Jahr. Ich glaube, jetzt vor 2 Jahren, 2014 im Frühjahr, glaube ich, bin ich der Meinung. Also der mächtig gehypt so mit der Grafik und den verschiedenen tausenden Möglichkeiten, die man haben soll. Also dem habe ich davon nichts mehr gehört. Also irgendwie so der Spielspaß wird schnell verloren gegangen sein. Jetzt wollen sie wieder einen zweiten Teil rausbringen und deswegen den ersten Teil kostenlos. War es, glaube ich. Ach, da soll ein zweiter Teil jetzt rauskommen? Ach Gott, davon habe ich noch nichts gehört. Nee, keine Ahnung, gehört haben. Auf jeden Fall, deswegen machen sie den ersten Teil kostenlos. Was weiß ich, irgendwie sowas meine ich gelesen zu haben. Nagelt mich auch nicht noch fest. Auf jeden Fall, ich werde sofort davon ausgehen. Ich wollte es eh mal spielen, aber damals hat mich so der Preis von 70 Euro so abgeschreckt vor zwei Jahren. Ja, es war ziemlich teuer und es gab ja schon vorm Release 1 Milliarde DLCs und das hat viele abgeschreckt. Also es gab so viele Kombinationen an Dingen, die man kaufen konnte,
bevor das Spiel überhaupt rauskam, wo man sich dachte, bringt er erstmal das Spiel raus, bevor er uns mit DLC vollflankt. Also ich muss ja dazu sagen, ich habe mich damals natürlich nicht davon abschrecken lassen und habe mir das direkt zum Release habe ich mir Evolve gegönnt, weil ich davon, also ich war wirklich, die Trailer haben mir gefallen, das Spielprinzip klang toll, es sieht schick aus, ja, hab's mir dann... Kurz, es ist ja von den Leuten, die Left 4 Dead gemacht haben, deswegen war es ja... Ja, genau, und das dachte ich mir dann auch, ja, Left 4 Dead hat mir auf jeden Fall auch gefallen, hab's mir dann gekauft, hab's zum Release gekriegt, hab's ausgepackt, hab's eingelegt, hab mich gefreut wie ein Honigkuchenpferd, hab's zwei Runden gespielt und hab mir gedacht, mein Gott, ist das scheiße. Mein Gott, ist das scheiße. Und ich glaube, ich habe das dann in eine Woche nach Release oder so, habe ich das schon das letzte Mal gespielt, innerhalb der einen Woche vielleicht insgesamt 5 Stunden. Und seitdem nie wieder angefasst, bis das jetzt hier diese Woche... also ich habe es auf der PlayStation gespielt damals, muss ich dazu sagen, bis das jetzt diese Woche Free-to-Play wurde, habe es mir heute dann nochmal für den PC runtergeladen, habe es vorhin mal 2 Runden gespielt und ich habe immer noch genau dasselbe Problem, dass es mir einfach keinen Spaß macht. Warum nicht? Was schreckt dich da so ab vom Spiel oder was? Das Ding ist halt einfach dadurch, dass, also es ist ja dieses asymmetrische Gameplay, 4 gegen 1, und es ist einfach total sinnlos, wenn du alleine random mit irgendwelchen anderen 3 Randoms versuchst, ein Monster zu jagen auf einer Karte, die so riesig groß ist. Alle rennen bloß noch irgendwo hin, du verlierst das Monster und es findet keine Absprache statt. Und das ist halt echt ein Spiel, was nur Spaß machen kann, wenn du mit Leuten zusammenspielst. Und das ist halt mit Randoms einfach nicht möglich. Ja, die Chance haben wir jetzt, wenn es viel Play geworden ist. Ja, na dann ladet's mal runter, ich hab's installiert, liegt bloß noch an euch. Ja, ich glaube nicht, dass er spielen möchte. Was ich so gehört habe von den Leuten ist, dass es unheimlich langweilig generell ist für die Leute, die nicht das Monster sind. Genau. Weil du halt nicht wirklich was zu tun hast. Ja. Mal hier so ein GameStar-Artikel darüber, was zu dem Spiel so gegangen ist. Also anscheinend hat es in den vergangenen 30 Tagen durchschnittlich gerade einmal 820 Spieler. Der 24-Stunden-Höchstwert liegt derzeit bei 1000 Spielern. Also, ist schon nicht mehr ganz so aktiv, die Community wahrscheinlich. Du musst natürlich noch ein bisschen warten, bis du ein Game gefunden hast. Aber mal sehen, ob sich das Free-to-Play ein bisschen angeheizt wird. Also, das habe ich auch gelesen, dass teilweise ewig lange Wartezeiten, bis das Spiel überhaupt mal losgeht. Vorhin die 2 Runden, wo ich gespielt habe, da war auch das Ding. Es ist dann gestartet mit, obwohl gar nicht das Team voll war, sprich, wir waren, glaube ich, 2 Leute, zwei Hunter gegen ein Monster. Das ist keine Chance. Was heißt zwei? Wir waren schon 4 Hunter, aber ich musste quasi mehrere Hunter gleichzeitig steuern. Ich musste zwischen den Huntern hin und her wechseln und das ist ja noch behinderter. Okay. Also klar, wenn ich den Hunter gar nicht gesteuert habe, hat den Bot übernommen oder die KI, aber die KI macht ja mal totale Rotze. Wenn ich ja jetzt will, dass der Jäger da sein Pet auf das Tier losjagt, damit er das verfolgt, damit ich überhaupt auf der Karte sehe, wo das ist. Okay, dann wechsle ich auf den Jäger, dann kann ich aber jetzt gerade mit dem Supporter nicht dem anderen ein Schild geben oder so. Das ist doch alles kacke. Ja. Aber nicht, jetzt mal downloaden, mal ausprobieren. Und wenn es so scheiße ist, wie alle sagen, dann hat der Dienst also, durch. Ne, hat mir jetzt sofort wieder nicht gefallen, diese 2 Runden, die man da gespielt hat. Und vor allem ist ja auch das Ding, dass mittlerweile, jetzt auch, klar, jetzt ist es Free-to-Play, aber es sind ja so viele Sachen nachgeliefert worden und du hast ja wirklich nur einen Helden pro Klasse und ein Monster zur Auswahl, oder 2 Monster, wenn ich das richtig gesehen habe. Das heißt jetzt in den Low-Levels oder in diesem Niedrig-Level-Bereich da, wo du unterwegs bist, weil du kannst erstmal noch gar kein Rank spielen, dann musst du erstmal dein Profil aufleveln, spielen alle immer nur mit demselben Monster und immer nur mit den 4 selben Helden, weil alle haben natürlich nichts anderes freigeschaltet. Na gut. Und dann bringt mir das nichts, wenn die damit werben, ja, das Spiel hat so und so viel Helden zur Auswahl und bla und was weiß ich, aber jeder spielt immer nur mit demselben und mit demselben Monster. Weil alles ewig lang gelockt ist und du da erstmal einen Haufen Zeit drin reinstecken musst, weil es ja jetzt ein Free-to-Play-Spiel ist, klar. Ja, da kannst du aber nur frei kaufen, inzwischen mit Free-to-Play. Ich glaube, mit Echtgeld kann man noch nichts machen, ist aber wohl im Gespräch gewesen. Hm. Also lieber Left 4 Dead spielen. Die soll mal lieber Left 4 Dead 3 machen. Wozu? Ich fand schon, Left 4 Dead 2 brauchte man nicht.
Ja, weil Left 4 Dead war schon perfekt, so wie es war. Ich fand das eigentlich übertrieben, dass sie da einmal einen zweiten Teil rausgebracht haben. Deswegen verstehe ich nicht, warum die Leute so drauf abgehen, dass unbedingt ein dritter Teil rauskommen soll. Es geht ja nicht darum, dass es unbedingt Left 4 Dead 3 sein muss. Portal 3 oder Half-Life 3 wird es ja auch tun, aber irgendwas mal, was von Valve ist, wo eine 3 da hinten dran steht. Ja, die werden nicht mehr erscheinen. Weil die Ansprüche, die Fans, glaube ich, inzwischen durch den Hype also auf Half-Life 3 entwickelt haben, gar nicht mehr erfüllen können. Dann können sie nur Scheiße bauen. Ja, bei Half-Life auf jeden Fall. Bei Portal gibt es gar keinen Grund, noch einen dritten Teil zu machen. Ich das ist ja im Endeffekt abgeschlossen. Also ich sehe da jetzt keinen Sinn drin. Half-Life wäre natürlich schön, aber es ist jetzt so lange her, da kann man schon ausgehen, dass da niemals was kommt. Es sei denn, die geraten so akut in Geldnot, dass sie unbedingt noch einen Klassiker raushauen müssen. Ja, schon, aber das Problem ist ja bei Valve, dass da jemand Bock drauf haben muss, das zu machen. Ja. Also du kriegst ja bei Valve keine Aufgabe, nach dem Motto hier. Da musst du vielleicht 10 Mann finden, die Bock drauf haben, und dann setzen die sich ran und programmieren. Wenn aber keiner Bock hat, dann wird da nie was gemacht. Ja. Das merkt man ja jetzt dadurch, dass zum Beispiel wie viele Leute dieses Team Fortress 2 Update programmiert haben. Und ja, gerade in Dota viel Stress ist wegen diesem nächsten International. Da sind so viele Programmierer da oder Leute, die irgendwas machen sollen, gebunden, dass sie zu nichts groß kommen. Es wird wenig gepatcht. Und das ist bei Valve alles so. Das ist zwar lustig mit der flachen Hierarchie, aber es hat halt auch so seine Nachteile. Weil keiner irgendwie mal was macht, wenn er keine Lust drauf hat. Ja. Ansonsten Left 4 Dead 2 ist halt immer noch perfekt. Einfach das Spielen. Und da macht es halt auch Spaß. Das ist ja das Lustige im Gegensatz zu Evolve, wenn du hast als Spielercharakter, also als normaler Mensch, hast du einfach nicht das Problem, dass dir langweilig wird, weil du immer was zu tun hast durch die ganzen Zombies. Und du hast halt ein Ziel, von A nach B zu kommen. Und wenn die Gegner, die dann die Zombies spielen, die haben halt den Spaß daran mit ihren asynchronen Helden, dann einmal richtig reinzuhauen, weißt du? Ja. Das macht halt mehr Spaß. Deswegen macht die Wolf als Monster natürlich Spaß. Aber die Spieler sind so, ach, was machst du? Läufst du mal hinterher? Denn sie ist halt das Monster zu finden. Das ist irgendwie. Ich meine, was ich ja vorhin gesehen habe, mittlerweile haben sie ja, glaube ich, einen Spielmodus eingeführt, der heißt Arena. Und da tritt man wohl in wirklich kleinen Arealen gegeneinander an. Das müsste man mal ausprobieren. Das könnte vielleicht noch ein bisschen funktionieren. Aber weil diese normalen, was ist früher ja nicht gab, diese Arena, dieser Jägermodus, wo du auf dieser riesen Karte rumrennen musst. Also das Spiel besteht zu 95% auf der Karte rumlaufen und das Monster suchen. Ja. So, und dann findest du das Monster und dann ist es vielleicht schon Stufe 3 evolved und dann klopft es dich einfach zu Brei. Ja. Und bei deinem Team auch nicht koordiniert. Versteht man dich nicht mehr. Was? Wer versteht wen nicht mehr? Jetzt ist ja. Ja, du warst eben einfach weg. Ja, ich habe mein Mikrofon gemutet, weil ich gerade Tschüss gesagt habe zu meiner Freundin. Achso. Gut. Das wäre das Thema Evolve gewesen oder gibt's noch? Ja, okay, klar. Das wäre erstmal das Thema Evolve gewesen und Evolve Free to Play jetzt, bla, hin und her. Letzter Versuch, das Spiel vielleicht noch irgendwie zu retten und das vom zweiten Teil, das habe ich jetzt gerade auf Stich erfahren. Ich bitte doch darum, dass sie keinen zweiten Teil rausbringen. Aber wie von diesem Thema könnte man gleich noch auf das nächste Thema springen. Und zwar hast du das, glaube ich, jetzt gerade am Anfang schon angesprochen, wurde am Anfang in den Himmel hoch gehypt. Spiele, die gehypt wurden bis zum Gehtnichtmehr und dann ganz schnell Rohrkrepierer wurden. Ja. Was halt Evolve einfach mal der Fall ist. Wer da was anderes sagt, weiß ich nicht, ob der ein anderes Spiel gespielt hat, aber... Das Spiel war ja so schnell wieder weg, da hat man nichts mehr von gehört. Und auch mit anderen Leuten, mit denen ich über Evolve, mit denen ich über Evolve mich unterhalten habe, sagen dasselbe, dass das einfach kein Spaß gemacht hat und sie ganz schnell die Lust dran verloren haben. Anderes Spiel, was ja quasi ähnliches Schicksal hatte, hat der Scope mir gestern gesagt, dass das Titanfall war. Ja, Titanfall. Wobei ich sagen muss, fand ich bei Titanfall jetzt nicht ganz so schlimm wie bei Evolve. Titanfall habe ich auch gespielt und da hatte ich schon Spaß dran. Also ich habe das so die ersten paar Wochen schon relativ viel und oft gespielt, aber es ist dann irgendwann auch die Luft raus gewesen, weil es kein anderer mehr gespielt hat und so alleine verlierst du dann halt auch schnell die Lust dran.
Haben die nicht aktuell so die europäischen Server runtergefahren oder sowas? Oh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das ist das letzte Update gewesen, was vorhin ich eventuell gehört hätte, glaube ich. Weißt du, meine Freundin ist auch alle gespielt, die fand das halt ziemlich witzig und die konnten auch nicht verstehen, warum auf einmal keiner mitgespielt hat. Also. Naja. Also ich ja, warum das passiert ist, weiß ich auch nicht, aber es ist ein typisches Beispiel für ein Spiel, das riesig beworben wurde. Dann kam es raus, dann haben das wirklich viele gespielt und dann ruckzuck ist die Playerbase verschwunden und kam auch nicht wieder zurück und dann war das Spiel weg und hat da keinen Hahn mehr nachgezählt. Wollen jetzt zwar einen zweiten Teil dazu machen, was ich nicht verstehe, weil der erste jetzt eigentlich nicht erfolgreich war. Aber vielleicht hat es trotzdem genug Geld reingespült, weil zu viele oder weil wirklich viele es gekauft haben, aber ich weiß nicht. Genau, ich würde sagen, was heißt nicht erfolgreich war, von den Verkaufszahlen her wird es schon erfolgreich gewesen sein, bloß ja. Halt die meisten Leute werden das nicht länger als, was weiß ich, 2-3 Monate nach Release noch gespielt haben. Was ja eigentlich für mich persönlich dann nicht erfolgreich ist, weil ein gutes Spiel wird lange gespielt. Ja, aber wenn man sich einfach nur die Zahlen anguckt, war es dann bestimmt erfolgreich, ne, von Verkaufszahlen her. Ja, mehr Geld bekommen und anscheinend genug, um einen zweiten Teil zu entwickeln, also... Genau. Beim zweiten Teil haben sie ja jetzt aber auch schon, der erste Teil war ja quasi nur für Xbox und PC und der zweite Teil kommt jetzt auf allen Systemen raus. Oh. Vielleicht erhoffen sie sich dadurch noch mehr Verkäufe innerhalb von 2 Wochen und dann spielt's wieder keiner. Echt? Mehr muss ja nicht passieren für so ein Entwicklerstudio. Jo. Wie viele kaufen und das Beste ist ja, wenn du dann die Server abstellen kannst, Spaß auch noch Geld. Es ist ja wie. Was war denn das andere Spiel? Dieses MMO, dieser MMO-Shooter, den du auch gespielt hast gerade. MMO-Shooter? Den ich gespielt habe? Yep. Ach, Destiny! Genau. Ja. Destiny, wo groß geworben wurde, das Spiel hat eine Lebensdauer von 10, 20 Jahren, soll immer mit Content versorgt. Ach Gott, war das scheiße. Ach Gott, war das scheiße. Wird das schon noch relativ gespielt, dachte ich. Also das wird schon noch viel gespielt. Also es gibt ja wohl schon noch eine größere Community, die das echt regelmäßig spielen. Wobei ich nicht verstehen kann, womit die sich in diesem Spiel beschäftigen. Das ist so langweilig. Du machst immer dasselbe. Hast du irgendwelche DLCs gesehen, sowas? Es gibt DLCs, ja, aber es sind ganz, ganz wenig unterschiedliche Level und du in dem am Ganzen, also ich hab's ja bloß bis kurz vor Erscheinen des ersten DLCs gespielt. Und da war ja schon das Problem, es gab nur einen einzigen Raid. Wenn du da durch warst, bis dahin hast du ja sowieso schon von die anderen Schlachtzüge oder so hießen, die hat sie dann eh schon alle gesehen. Und wenn du diesen Raid dann einmal geschafft hast, hat sie quasi alles im Spiel gesehen. Und dann gab es nichts zu tun. Ich glaube, innerhalb von 1-2 Wochen hatte ich in diesem Spiel alles schon 100 Mal gesehen, weil du immer wieder dieselben Wege lang gerannt bist. Weil die Auswahl einfach so klein war dafür, dass da so ein Geschiss gemacht wurde. Das Spiel ist so gigantisch, riesengroß. Dann wurden mittlerweile Addons nachgeschoben, aber die habe ich schon gar nicht mehr ausprobiert. Also, und da war ja auch noch das Ding, dass PlayStation-Spieler bevorzugt wurden, weil die ja auch noch exklusiven Content hatten. Das heißt, auf der Xbox hatten die Leute noch weniger zu spielen. Also ich verstehe nicht, wie man sich da... Nee, also... Interessante Politik, ja. Und jetzt... Das ist auf jeden Fall doll auf die Nase gefallen, dafür, dass es so teuer war. Und, dass da so viel Vertrauen reingesteckt wurde, dass das groß wird, und dann haben sie es nicht geschafft. Ich fand es halt vom Gameplay her relativ langweilig. Ich schon beim Zugucken dachte ich mir mal so, wenn ich dir zugeguckt hatte. Und dann ist da halt irgendwas, was ihr dann besiegen musstet. Und das, im Endeffekt war es immer nur Horde-Modus. Irgendwelche Punkte verteidigen, während die Spieler auf irgendwas gewartet haben, dass ein Tor aufging oder so. Und dann kam vielleicht irgendein großes Bossmonster, wo man 10 Minuten draufgehämmert hat. Und da dachte ich mir so, das ist jetzt irgendwie nicht so spannend. Also da kommt gerade von Jarvin im Chat der Einwand, du hast was gegen immer dasselbe machen, Hust, Diablo Hust. Diablo bietet vom Content her bestimmt mindestens 3 bis 4 Mal so viel wie Destiny zum Zeitpunkt direkt nach Release. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, wie viele Addons dann noch nachgekommen sind. Aber die ersten 2, 3, 4, 5, 6 Wochen nach Release, das war so erbärmlich, was da im Content geboten wurde. Die meiste Zeit habe ich mich dann bloß noch im Multiplayer aufgehalten, aber das war im Endeffekt wie Call of Duty, Battlefield, auch nichts anderes. Weil da hat es dann auch überhaupt keinen Unterschied gemacht, was du für
Items gefunden hattest im Multiplayer, im Singleplayer, also quasi im PvE, wenn du da besondere Rüstung oder Waffen gefunden hattest, war das egal, weil im Multiplayer wurden alle auf dieselbe Stufe angehoben. Damit halt Chancengleichheit besteht, klar. Aber von daher war der PvE dann auch total überflüssig. Jetzt schweigen, jetzt schweigen alle. Ich kenn's halt nicht, genau. Ich weiß nur, dass es einen riesen Hype gab und der, wie so oft in den letzten Jahren, dann relativ schnell dann auch durch war. Weil die Leute dann irgendwie. Ja, aber das ist ja immer noch im Endeffekt ein Singleplayer-Spiel, da ist eigentlich auch Wurst. Ja, und Leute, die ja Spaß dran haben, die können das auch schön spielen. Ja, ne, im Grunde genommen ist es kein Singleplayer-Spiel, weil dir das bisschen Content, was du machen kannst, konntest Fallout du ja auch bloß... Mate. Was? Fallout 4. Wir waren bei Fallout. Ach, wir waren bei Fallout. Sind wir zu Fallout? Es ging eher kurz darum. Ja, das habe ich überhört. Entschuldigung. Ja, ne, Destiny ist natürlich ein MMO im Endeffekt. Ja. Das sollte es ja auch sein. Du, die Leute, die MMOs spielen, die sind anderes gewohnt. Und es ist halt schwierig, auf den Markt zu kommen mit zu wenig Content. Weil die Leute das natürlich durchballern wie Sau. Kennt man ja auch bei Spielen, die schon viel haben, wie WoW. Wenn da neuer Content kommt, ist der ruckzuck durch. Das muss man halt dann einplanen als Entwickler. Ja. Ich habe diese Woche mit WoW angefangen. Du hast mit WoW angefangen? Ja. Im Jahre 2016? Also, ja, habe ich mir gedacht so, ach komm, meine Kumpels und wir wollen alle anfangen. Mach uns alle mal einen Charakter und dann treffen wir uns auf dem Startgebiet irgendwo. Mal sehen. Also bis Level 20 kann man es ja kostenlos spielen. Ich habe gestern angefangen, bin jetzt Level 13 und dachte mir so, vielleicht warte doch mal auf die anderen. Naja. Mal sehen. Was spielt dann, Horde oder Allianz? Wir haben zwar Allianz gespielt, ich will es nicht wissen, Worgen oder wie die Dinger heißen, diese Werwölfe da. Ich habe noch ein Level, also, ich habe noch ein Level 85er oder 90er Paladin. Ja, wir ein bisschen überlegen, ob wir dafür bezahlen wollen, wenn alle anderen aufgeholt haben. Also ich habe WoW früher noch so einen Private-Server, halt mehr oder weniger legal. Da war eben alles bis Lich King drauf und nichts weiter. Ja, es war auch ganz lustig, aber waren halt wenige Spieler. So auf dem offiziellen Server. Wir haben uns extra auf so einem Roleplay-Server angemeldet, um möglichst viel Scheiße labern zu können. Super. Hatte dann auch immer schön in Character, ja. Noch nicht, ich hab doch keine Spieler getroffen. Das Stadtgebiet der Worgen war jetzt nicht ganz so voll, muss ich sagen. Nein, man sieht, immer treffen uns alle mal darüber entscheiden, ob es sich lohnt, dafür die 13 Euro oder fürs Kosten auszugeben. Also ich weiß ja nicht. Wir hatten eh alle mal Bock drauf, haben alle mal angefangen. Mal sehen, wie es wird. Leider kam das neue Minecraft-Season, die wir jetzt am Abend gestartet haben, dazwischen. Eure Minecraft-Season? Ja, wir haben wieder angefangen, Minecraft zu spielen. Zu siebt oder so. Ist immer ganz witzig. So, ich glaube, dreimal im Jahr starten wir so eine neue Minecraft-Session. Das wird so ein paar Wochen heftig gespielt, danach fällt sie wieder weg. Naja. Dann mit Mods oder was? Oder einfach nur? Das war jetzt cool. Auch nur Vanilla, ja, ganz normal. Achso. Mods hatten wir sonst immer so ein bisschen drauf, ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Manchmal auch so Ultra-Hardcore-Season-mäßig und so. Je nachdem. Gestern Abend irgendwie so, eigentlich haben wir alle mal wieder Bock. Lass mal Minecraft spielen. Was macht man denn da? Dann dauert es immer so ein paar Tage, bis Krieg ausbricht, so gefühlt zwischen Einzelmitgliedern, und der Rest kann zugucken, wie sie die ganze Welt in Schutt und Asche legen. Und dann ist die Season wieder vorbei. Dann dauert es so ein paar Monate, fangen wieder an. Das ist dann quasi eure eigene Season. Ja, wir spielen über die Session. Okay. Gibt's denn dann? Spielen es einfach. Nee. Das ist einfach nur wie normal. Alle spielen, sagen sie Bock haben, am Ende geht immer alles kaputt. Ganz einfach. So ein Schienen gesetzt, so ein paar Trolle, TNT irgendwo hin, bam. Ist, philosophisch. Ja. Am Ende geht es immer kaputt. Die nur brennen sehen. Ja. Also die ersten Zerfallserscheinungen zeigen sich schon wieder. Es wurden schon wieder angeblich Items aus Kisten geklaut. Also, ist das so mit kritisch. Die ersten sind wieder ausgefallen, haben sich irgendwo eine halbe Base gebaut und so was. Das geht schon wieder los. Jo, so viel dazu. Oh, müssen wir mal Ark oder so spielen? Haben wir auch schon mal gemacht, ja. Aber da hatten wir auch die Motivation gefehlt nach der Zeit so. Weil wir irgendwie nicht zu den großen Dinos gekommen sind, die zu zähmen und so. War es immer ganz lustig, so ein paar Dodos wegzuschlachten, aber naja.
Das lässt sich auch immer nach. Ein Arbeitskollegen, der spielt das seit immer, oder wissen Sie, seit einem halben Jahr oder etwas länger schon. Mhm. Die spielen das wirklich intensiv. Die haben halt eigenen Server jetzt aufgesetzt und bauen da fleißig. Das ist auch ziemlich zeitaufwendig so, wenn du morgens um 5 online gehen musst, um dein eben frisch geschlüpftes Raptor-Baby zu füttern. Dann müsste ich verrecken und damit das zum Ziel ankommt. Und dann kommt wenn man es nicht spielen will, muss man schon zu viel Zeit investieren, ja. Das ist wahr. Für mich ist das alles nichts. Also ich habe Minecraft damals, als das in der Alpha war, das ist mir das wohl für 10 Euro, dann habe ich das, glaube ich, 4 Monate, wirklich jeden Tag, stundenlang gespielt. Und dann war von heute auf morgen war es vorbei. Ich so, komm, reicht. Hast jetzt alles erledigt, alles gebaut, was du bauen wolltest mal. Und dann hatte ich keinen Bock mehr. Und dann habe ich Minecraft nie wieder angefangen und alles andere, was an solchen Survival-Games draußen ist, ist nichts für mich. Also das ist mir dann zu langwierig, zu langweilig. Deswegen fange ich das gar nicht erst an. Ja, ist halt immer wieder natürlich so. Mal alle paar Monate mal starten. War auch so überrascht so. Jetzt waren wir bei 1.7 hieß die Version. Wir gucken so, oh, wir müssen mal auf 1.10 updaten. Ah, schon weil ich nicht mehr gespielt. Wenn man Koop spielt, beziehungsweise mit mehreren, ist das natürlich immer noch was anderes. Das macht dann Spaß, wahrscheinlich. Ich lächle halt die Arc-Spieler und denke mir so, ach, hast du wieder Dinos 10, ja. Weil im Endeffekt ist auch immer das, was ich am meisten höre, dass sie halt mal wieder irgendwas Neues gebaut haben oder sich stundenlang damit beschäftigt haben, irgendeinen großen Dino zu zähmen. Nee. Aber die Leute, das Entwicklerstudio dahinter oder die Programmierergruppe, die sind auch hinterher, das muss man schon loben. Machen viel. Die sind auch schnell, wenn die Community sagt, ja, funktioniert das nicht, das machen die. Ein bisschen besser als die Leute von Minecraft. Also ich weiß nicht, wie es heute ist, aber früher war es so, dass der, wie heißt er denn? Der Entwickler. Weiß nicht, du meinst. Naja, dass der einfach mal sich hingesetzt hat und hat quasi einen riesen Block an Dingen, die mal erledigt werden mussten. Was hat er gemacht? Er hat einfach ein neues Item erstellt, weißt du? Bitte so, du sollst Bugs fixen und nicht irgendwelche neuen Chippen aufbauen. Inzwischen ist ja auch so ein Studio. Heute sind es ja ein paar mehr, ja. Irgendwann hat er ja auch, ich habe mal vor 2 Jahren eine Doku von denen gesehen, er hat ja dann jemanden eingestellt, der nur das Bugfixing übernommen hat. Also große Bugs finde ich jetzt halt nicht mehr so, aber ich spiele es ja nicht ganz so intens. Nein. Heute wahrscheinlich nicht mehr, aber es gab halt jemanden, den er eingestellt hat, bei Mojang, der dann für diese schlechte, oder auf die Arbeit, auf die er keine Lust mehr hatte, Magnus Persson hieß er, aber ich weiß nicht, wie er im... Ist ja auch Wurst. Auf jeden Fall hatte sich da jemand, so einen armen ITler eingestellt. Der wird wahrscheinlich gut verdient haben, ne, bei Mojang, aber... Er hat eine Milliarden gemacht, der Markus Persson. Und dieser arme Wicht, der musste die ganzen E-Mails mit den Bugs durchgehen und musste die nachstellen und dann lösen irgendwie. Was ist denn bei diesem Ark Survival Evolved überhaupt das Ziel, oder was macht man da? Okay, ja, Ziel ist Überleben. Ja. Wie, ich habe das einmal, als das hier in der Open, als das angefangen hat mit der Pre-Alpha, was weiß ich, habe ich das mal ganz kurz gespielt. Aber wirklich nur ganz, ganz kurz. Wie weit geht denn das? Weil ich habe da als mal Streams geguckt, da fliegen die auf ihren Dinosauriern. Die haben ja sogar Gewehre schon in der Hand, Maschinengewehre und was weiß ich. Wie weit kann man denn da... Das ist ja quasi von der Steinzeit bis dahin entwickeln. So fängst du halt so einen Stein in der Hand an. Wie bei Minecraft oder wie, was noch so, Rust oder sowas. Kennst du Rust? In Anführungszeichen Rust? Das man spielt. So ähnlich halt, ja. Alles immer selben Prinzip. Ist ja schon beeindruckend, wenn man plötzlich auf so einen riesigen T-Rex reiten kann, so als Live-Goal. Ich weiß ja nicht, die Menschen so anfixt, aber so richtiges Endziel hat es eigentlich, glaube ich, nicht. Also. Dafür ist auch noch zu frisch. Also die Welt an sich ist natürlich, ist ja nicht unsere Steinzeitwelt, ne? Da sind ja Obelisken und so in dieser Welt. Also das ist. Es scheint ja woanders zu spielen. Oder halt, da ist ja Technologie vorhanden. Ja. Nur, dass es da halt Dinos gibt. Und sowas. Und grundsätzlich ist erstmal das Ziel nur zu überleben. Und es ist halt im Endeffekt Minecraft, ohne dass du die Welt groß verändern kannst. Du kannst halt kein Terraforming betreiben. Nicht so hart, ja. Du kannst die ganze Berge abbauen. Du kannst die Wälder abholzen, das geht schon, aber naja. Aber du kannst jetzt halt nicht irgendwelche Täler mit Dreck füllen und dann eine Ebene draus machen oder so. Nee. Das ist aber durchaus ein Spiel, was es irgendwie nicht so aus der Beta rausschafft, wie DayZ. Die sind ja auch schon Ark ist immer noch drin, DayZ seit 3 Jahren und Rust auch schon seit gefühlt 2 Jahren immer in der Open Alpha und sowas. Also,
ob die Spiele jemals fertig werden. Ja, aber immerhin, Arkfunk sind flüssig. Immer voll gegenüber anderen Spielen. Macht auch echt Spaß, immer angefangen zu spielen, aber über eine kleine Hütte und so einen Speer haben wir eigentlich nie hinausgeschafft. Hatte die Motivation gefehlt. Also Ark hat auf jeden Fall das Ziel. Ich glaube, Dezember 2016 oder so möchten die dann außer Beta und so raus. Und dann geht's ja auch weiter. Ich denke mal, die wollen wohl bestimmt irgendwann auch mal, dass es ein echtes Ziel so gibt. Ich habe immer das Problem bei diesen Survival-Spielen, dass es nicht wirklich Survival ist. Ja, du hast zu schnell alles. Ein Survival-Spiel für mich ist, dass du auch wirklich darum kämpfen musst, dass du Futter brauchst und alles. Und das ist zu schnell, bist du aus dieser Not raus zu überleben, weil einfach, du hast dann schon alles und da gab's mal so ein, mir fällt der Name nicht ein, aber das war besser als Survival. Also es gibt natürlich, das Schöne ist ja bei Ark, dieser Modus, wo man gegeneinander spielt, der mir jetzt schon wieder nicht einfällt, der Name. Egal, aber. Da hast du ja wirklich ein Ziel, da musst du halt gewinnen, da musst du letzter sein, der auf der Map überlebt und das spielen halt auch relativ viele. Also bei DayZ und sowas genauso und Arm Alarm, ist ja die Community aktiver als das Entwicklerstudio an sich. Survival of the Fittest heißt es. Das ist eine Mod dafür quasi. Da suchst du dir x Leute zusammen. Und dann genau. Wir starten alle in der Mitte mit einem Lendenschurz. Und dann laufen alle voneinander weg. Also. Und dann fangen sie da an. Mal sehen. Der was zu zählen, ein paar Waffen zusammenzubauen. Also das ist cool, was ich nicht gedacht habe. Die Ark-Community hat so ein Spiel entwickelt. Das verletzt quasi alles auf den Mond. Das ganze Entwicklung spielt auf den Mond irgendwie. Das ist halt auch sehr interessant. War vielleicht sogar andere Reise wieder anzufangen. Muss ja da umfragen, ob man Bock hat. Auf Ark. Ark. Auf Ark-Mond, genau. Kann man sich schon schön die Zeit mit vertreiben, wenn man auf sowas Bock hat. Das Problem ist, man hat nicht so viel Zeit. Nee, ich habe für sowas auch keine Zeit. Nee, keine Zeit hier. Nee. In den Hauptspielen, die man so hat, kriegt man vielleicht noch gerade so rein, ein paar andere kleine Spielchen zu spielen. Du bist mit Dota völlig ausgelastet, meinst du? An sich schon, ja. Ich meine, wenn du nach Hause kommst und sagst, du spielst noch ein bisschen Dota, dann sind schnell 3-4 Stunden rum. Dann willst du vielleicht auch noch ein bisschen was anderes machen, ein bisschen chillen. Musst vielleicht noch was im Haushalt machen, was du meistens aufschiebst. So, und dann ist auf einmal schon wieder Zeit fürs Bett und dann ist der nächste Tag an. Musst du arbeiten? Kommst du zu nix. War. Ja. Das ist dann schön, wenn es kürzere Spiele gibt, ja. Wenn man irgendwie was findet, was man dann so mal in 7-8 Stunden abfrühstücken kann. Oder was vielleicht 2-3 Sessions braucht, was vielleicht höchstens 16 Stunden sind zum Spiel. Das ist dann schon brauchbar. Gerade für die werktätige Bevölkerung. Ja, da kann der Helm hier noch nicht so mitreden. Nee, noch nicht. Ja. Hat sich einer von euch eigentlich dieses Pokémon Go geholt, was rausgekommen ist und auch so gehypt wird? Jetzt fängt ja auch schon wieder mit Pokémon an. Wir sind über 30. Ja, sorry. Weil ich sehe auch überall 30 Leute rumlaufen. Also, naja. Ich bitte dich, Pokémon Go. Echt, ey. Also ich hätte Bock drauf, aber es gibt's halt nicht für Windows Phone, deswegen ist die Sache für mich erledigt. Nee, Bock hätte ich auch nicht drauf, sagen muss, viel zu lächerlich, irgendwie rumzurennen, aber. Naja. Ist halt auch so gehypt worden, ist jetzt rausgekommen. Willst du nicht der allerbeste sein? Nein. Ich hab Pokémon Blau gespielt auf meinem Game Boy Advance und das war's dann. Ja, der Pokémon kenne ich auch nicht. Der Jarvin schreibt im Chat, Terraria ist da auch so ein Kandidat für, kann man immer mal wieder anfangen. Das ist wahr, das haben wir auf dem PS auch gemacht, aber in Terraria habe ich persönlich nie so reingefunden. Das fand ich zu langweilig. Also sagt mir halt jetzt gar nichts. Ja, ist halt quasi Minecraft in 2D. Aber mehr kann ich natürlich sagen, weil ich spiele es nicht so aktiv. Wir haben es früher öfter gezockt so, aber ich war nie so begeistert davon. Da spiele ich ja meine Minecraft-Seasons durch. Ja, hab da gerade ein Video an, also das ist ja echt Minecraft in 2D. So ungefähr. Ja, also Terraria ist ein spaßiges Spiel. Das kann man nicht verneinen. Das hat man, vor allem, weil es da ein Ziel gibt im Endeffekt, ne? Echt? Ja, es gibt ja lauter Bossmonster. Ja, du brauchst ja immer wieder neue Gegenstände, um weiterzukommen. Du hast quasi halt diesen Progress. Und du kannst trotzdem
deine Minecraft-Gelüste befriedigen, indem du einfach riesen Dinger aufbaust, aber du kannst es auch als schönes Adventure-Spiel spielen, weil immer wieder neue Dinge auf dich zukommen, die du lösen musst. Und ja, also ich fand das schon ganz gut. Ich habe es auch nicht ewig gespielt, aber das, ich habe mal Leuten zugeguckt. Das, zum Zugucken ist auch ein schönes Spiel. Macht halt, wenn die Leute interessant sind, die es machen. Und also ich fand Terraria immer ein Top-Spiel. Da haben sie was Schönes hingekriegt. Und ich bin so viel begeistert. Das heißt, du spielst über Minecraft. Naja, da sind die Geschmäcker verschieden. Genau. Aber da der Jarvan halt noch gerade im Chat ist, Scope, willst du noch was zu Terraria sagen? Ich würde nur sagen, es ist halt eher ein Spiel als Minecraft. Weißt du? Bei Minecraft haben sie halt im Nachhinein dann versucht, durch diesen Adventure-Mode und was da nicht alles gab, halt ein Spiel draus zu machen, damit du ein Ziel hast und nicht einfach nur irgendwas aufbaust und nur abbaust und aufbaust, sondern bei Terraria hast du halt Entscheidungen zu treffen, was du für Items mitnimmst und was du, wo du jetzt hingehst, um was Neues zu farmen und du hast halt, weiß nicht, das hat halt mehr von dem Spiel. Du hast halt was davon, dass du Progress hast. Also wenn du bei Minecraft hast, war das krasseste am Anfang, als ich gespielt hatte, dass du deine Diamantwaffen so bekommen hast oder dein Diamantzeug. Mhm. Und was hast du damit gemacht? Da hast du noch mehr abgebaut. Danke. Weißt du, was ist denn das für ein Ziel? Kapitalismus. Ja. ja, ich wollte jetzt mal ansprechen, das haben wir nämlich bis jetzt noch gar nicht gemacht. Und weil der Jarvan jetzt im Chat ist, ist mir mal eingefallen, dass der Jarvan ist ja quasi unser Starspieler, so rum, in unserem Rocket League Team, das letzte Woche Sonntag das erste erfolgreiche Match bestritten hat, und zwar gegen die Jungs von der Game Company. Und ich hoffe doch mal, ihr beiden habt da auch zugeschaut. Ich hab zugeschaut, ja. Nicht nur das Video im Nachhinein. Herr Henning. Ich war da essen, tut mir leid. Nach der Cast-Aktion von 3 Stunden für League of Legends musste ich was zu essen haben. Ich war da essen. Ich war da essen. War ich auch. Und dann habe ich zugegebenermaßen den Juninho geguckt, wie er für Magdeburg Esports in FIFA angetreten ist. Stimmt, das habe ich ihm auch vorher noch angeguckt. Ja, wie ist denn das eigentlich gelaufen? Ich habe es mal wieder zu spät gecheckt. Er ist rausgeflogen, ziemlich. Erste Runde wieder? Oder, das war die Woche davor, habe ich mitgekriegt, man ist in der ersten Runde raus. Und hat gesagt, ihr probiert es nächste Woche nochmal. Ich weiß nicht, welche Runde das war. Allerdings auch ziemlich deutlich am Ende. Naja. Weil sie immer Real Madrid nehmen. Ja. Also sitzen habe ich dann aber zu Rocket League umgeschaltet. Ja, spannendes Match, oder? Es war sehr spannend. Es war auch lustig, wie ihr zwei das kommentiert habt. Was heißt, wie ihr zwei kommentiert habt? Kommentiert hat eigentlich mehr mein Co-Kommentator, und ich saß planlos da und habe versucht, irgendwann mal irgendwas zu sagen, weil ich überhaupt nicht gecheckt habe, wie die da was, warum sie was tun. Und die haben ja auch, wurde mir danach erklärt, das eine Team hat mit einem festen Torwart gespielt und das andere Team hat mit einem rotierenden Torwart gespielt. Okay, habe ich nicht erkannt, dass es da überhaupt ein Torwart gibt. Also wenn ich Rocket League eher so gucke, ist immer so bei Bambini-Fußball in der F-Jugend, so alle den Ball weg. Ja, das ist natürlich dann die schlechte Version. Das ist eher so Rocket League, das mich so erinnere. Ja, nee, die Game Company, die hatten eine immer hinten drin, scheinbar. Ja. Genau, Game Company, der Gegner, die haben festen Torwart gehabt und die Magdeburger haben mir erklärt, die haben rotiert. Ja. Ja, und was war wohl erfolgreicher? Ja, aber das heißt erfolgreicher. Also nach Runden, es wurde im Best of 5 gespielt, hat Magdeburg gewonnen mit 3-2, sehr spannend. Ja. Aber wenn wir jetzt mal gucken, nach Toren hätte die Game Company gewonnen. Da hat nämlich die Game Company 11-9 Torverhältnis gehabt. Das heißt, die Magdeburger waren effizienter in der Aufteilung der Tore. Die Game Company hat nämlich ein Spiel mal mit 5-0 gewonnen. Ja, bringt halt nichts, ja? Nee, bringt halt nichts, wenn du dafür die anderen Spiele immer mit einem Torunterschied verlierst. Richtig. Also, ich bin erstaunt, dass das der Plan war, einen rotierenden Torwart zu haben, weil ich hatte einfach nur ab und zu das Gefühl, dass die Magdeburger einfach noch nicht richtig eingespielt sind. Nee, zu viel. Das war der Plan bei denen. Also ich meine, so spiele ich das auch, wenn ich das spiele. Weil ich finde, nur im Tor sein ist langweilig, und ich finde es besser, wenn sich das immer, wenn die Leute wissen, oder die meisten Leute, wenn du Pubs spielst, die spielen das ja auch so. Das wechselt halt einfach. Irgendwann ist ja, der gerade der Angreifer ist, der muss auch mal zurück
um sich neu aufzuladen, weil er nichts mehr hat. In dem Moment ist dann, wird ja dann quasi der Mittelspieler zum Stürmer und der Torwart, der eh schon ein bisschen weiter vor ist, der wird jetzt zu dem Passgeber und er fährt zurück und ist dann im Tor und so wechselt das ja permanent durch. Was dann nicht funktioniert, ist, wenn halt in den niedrigen Levels, wo dann dreimal auf den Ball zuspringen. Genau. Und alle drei am Ball vorbei. Und alle vorbei. Inklusive dem Gegner, hast dann sechs Autos, die und keiner trifft ihn, ja. Ja. Aber das hat mir auf jeden Fall, als ich dazugeguckt hatte, ich saß dann auf Arbeit, ich so, Mann. Immer noch? Also, na, es war ja Sonntag, da war mein, war mein letzter Arbeitstag für die Woche. Ich so, Mann, kriegst du jetzt Lust auf Rocket League? Das kann doch gar nicht sein. Und du sitzt hier. Genau. Und dann war ich zu Hause und erstmal Rocket League nochmal installiert, beziehungsweise geupdatet, zwei neu installiert. Und dann habe ich schon ein paar Runden gespielt. Hat sich auch schon wieder gut was verändert. Also, hast du schon ein paar neue Spielmodi, die ich mitbekommen habe? Ich hatte zu Weihnachten, fand ich cool, dieser Hockey-Modus. Das klingt funny, ja. Ja, also Hockey zu spielen war interessant, weil dann natürlich der Puck, den du dann hast, der verhält sich natürlich auch wie ein Puck. Ja, der springt nicht so viel rum, der gleitet. Glaube ich, Basketball-Modus ist jetzt drin. Und ihr Testlab, das ist ja, wo sie dann mal sehr interessante neue Maps drin haben, was dann auch viel Spaß macht. Oder erstmal teilweise bei einer Map war ich sehr verwirrt, wo denn jetzt die Tore sind, weil es quasi ein Kreis war, die Map, und die Tore quasi Rücken an Rücken lagen, wenn man sich das irgendwie vorstellen kann. Hä? Könnte nicht. Okay, auf jeden Fall war es interessant. Was? Ich war kurz geistig abwesend, du warst im Redefluss. Und also Rocket League ist halt auch ein geiles Spiel, weil man es einfach anfangen kann, weil das Konzept so einfach ist und so fesselnd, weil man, oder das Skillcap ist so hoch. Und das macht natürlich, das ist einfach mal perfekt für ein, sag ich mal, für eigentlich für einen erfolgreichen E-Sport, weil das Prinzip kennt jeder, Ball ins Tor. Ball ins Tor. Und es kann jeder spielen. Im Endeffekt ist die Frage, warum es nicht so abgehoben ist. Es hat alle Voraussetzungen, um ein guter E-Sport zu sein. Weil es vor allem auch nicht die Leute trennt. Du kannst ja mit PlayStation und Dings zusammenspielen. Da müssten die noch viel mehr drauf gehen, wenn da sich noch mehr Geld und Preisgelder finden lassen. Und dadurch, dass es feste Zeiten hat wie Fußball, ist es auch fürs Fernsehen oder für fernsehähnliche Übertragungswege attraktiver, ja. Du weißt halt einfach, dass das Spiel nach x Minuten vorbei ist. Lässt sich besser übertragen. Ja, viel besser einplanen, so wie ein Zeitzeiten. Weiß nicht, wenn ihr den MOBA spielt, das kann nach 20 Minuten vorbei sein, aber es kann auch nach 90 Minuten gehen. Das ist für so ein klassisches Fernsehen eher schlecht. Flexibel genug manchmal. Und du kannst halt, wenn du es drauf hast, solche krassen Moves fahren, wo dann der Zuschauer einfach nur mit offenem Mund noch da sitzt. Wenn du dann übers halbe Feld fliegst und noch einen abknüpfst oder so, also das ist dann schon. Der Jarvan schreibt im Chat, es ist nicht so erfolgreich, weil es nicht von Blizzard oder Valve ist. Ja, das kann ich mir vorstellen. Klar, also wenn ein neues Spiel rauskommt und da steht drauf, dass das von Blizzard ist, man hat man ja jetzt bei Overwatch gesehen, dann hat das auf jeden Fall schon mal einen großen Vorteil. Ich glaube, wenn Overwatch von einem unbekannten Entwicklerstudio gewesen wäre, wäre das nicht so abgegangen. Und der hat noch so ein ähnliches Spiel wie Overwatch raus. Ich bin ein bisschen bad. Was? Kommt immer noch ein Overwatch-artiges Spiel raus. Ich weiß nicht, wie das hieß, habe ich neulich Trailer für gesehen. Habe ich noch gar nichts von gehört. Wurde ich auch nicht. Kannst du ja nochmal drüber nachdenken und mir sagen, wie es heißt. Und ich muss jetzt, ich such unprofessionell das auch ist, aber ich muss jetzt auf Toilette, sonst passiert gleich was. Oh mein Gott. Tut mir leid, Mann. Ja, dann geh. Mach ich auch. Ihr könnt ja schon mal weiterreden. Man hört euch trotzdem. Ja, ich such gerade, ja. Ach, mir fällt zum Verrecken nicht ein, aber sowas ähnliches war es. So ähnliches Spielprinzip. Ja, du denkst jetzt nicht an Battleborn, oder? Nein. Das war schon vorher. Das kann. Okay, das okay. Ihr hättet ja jetzt ein Das ist ja völlig in der Versehung verschwunden, so gefühlt. Ja, das war schnell weg. Das gab's ja schon zum letzten Steam-Sale. 30% oder so, 40%. Dann, da weiß man immer schon, Das ist vorbei. Dass das Spiel jetzt nicht mehr so angesagt ist.
Ja, ich muss sagen, das war so der erste Summer-Sale, den ich mir eigentlich nicht gekauft habe. Ja, Klassiker. Also wenn man Steam nicht viel benutzt, kommt irgendwann der Punkt. Oder wenn man Also das frisch benutzt, kommt der Punkt, da kommt der erste Sale, man kauft wie ein Bekloppter. Man kauft nochmal beim nächsten Sale wie ein Bekloppter. Und dann hat man eigentlich das, was jeder andere auch schon gekauft hat, und es kommt nichts mehr dazu, was man unbedingt haben will. Kommt dann halt. Also ich habe mir jetzt beim letzten Steam Sale Far Cry 4 geholt. okay. Das wusste ich seit Release, dass ich Far Cry 4, wenn es dann einen ansprechenden Preis hat, im Steam Sale kaufen werde. Diesen Steam Sale war soweit zugeschlagen. Und wie gesagt, weil ich da so oder weil da meine Grafik nur so am Abkacken war, musste ich mir eine neue Grafikkarte holen. Und Far Cry 4 ist einfach genau das, was ich erwarte davon, ja. Sieht gut aus, ist spaßig. War mir aber damals zum Release für 60 € zu teuer. Ich nicht 60 € für ein Spiel ausgebe. Habe ja kein Problem zu warten. Was mich erinnert, ist, war mal so bei Origin, glaube ich, da habe ich mir ein Spiel gekauft. Und am nächsten Tag gab es das gratis So. aufs Haus. Das ist Das immer ist so ein richtig natürlich räudiges übel. Gefühl, weißt du? Aus dem Steam Sale, du kaufst ein Spiel dafür, es gibt 30% auf 5 € oder so. Dann kaufst du es dir. Am nächsten Tag ist bei Blitzangebote für 1 € drin. Das ist immer so ein Gefühl so, Dankeschön. Also bei Steam, also heute ist es. Früher hattest du ja immer noch diese Daily Deals. Ja, das habe ich gemeint, aber dieses Jahr war Und es da nicht so. musstest du, im Endeffekt musstest du, und das habe ich auch dieses Jahr so gemacht, du wartest bis zum allerletzten Tag. Am allerletzten Tag sind alle auf ihr Maximum reduziert. Also alles, was mal, weil früher hatte ich auch das Problem, dann hast du halt 30%, nächsten Tag warst du in einem Daily Deal für 75 oder so, hast du dich natürlich sehr an den Arsch gebissen. Und da gab es dann die Regel, egal was kommt, also entweder du kaufst es gleich im Daily Deal, dann hast du eh immer den besten Preis, oder du wartest bis zum letzten Tag, dann gehst du deine Liste ab und kaufst alles mit einem Schlag und dann hast du die besten Preise. Dann geht's los. Hast du wieder neuen Stuff zu zocken? Also, es gab auch wieder viel. Ich habe vieles nicht gekauft, weil ich weiß, dass ich dazu nicht komme. Das ist dann im Winter Sale dran. Sagen wir so, ich habe auch ganz viel Stuff zu zocken. Das kriege ich aus den ganzen Humble Bundles, die ich früher gekauft habe. Ich habe ja noch die ganze Batman Arkham Knight-Reihe in meiner Steam-Bibliothek noch nicht einmal angefasst und nicht einmal installiert. Also, es ist genug da. Ich Also habe keinen ja, Bock drauf. das ist das Problem kennen, glaube ich, viele. Ich Also habe Arkham. 98 Spiele, davon sind 43 installiert. Ja. Die meisten davon habe ich letzte Mal gespielt am 21.08.2014. Ja. Kann ich ja auch deinstallieren. Und so geht das Naja. schnell bei Steam. Ich habe, glaube ich, 300 noch was. Und vieles ist einfach nur, weil es gerade diese typische Aktion, es ist rabattiert, also werde ich es kaufen. Ob das dann spielt, ist dann die andere Frage. Du hast es erstmal. Und du spielst es dann auch in der Regel niemals. Ich hab mal auf Reddit, im Subreddit für Steam, gab es mal einen Typen, der hatte wie alle auch das Problem. Und er hat gesagt, so, ich habe jetzt die Mission, alle Spiele durchzuspielen. Und der ist wirklich, der hat dann alle, der hat dann so einmal im Monat ein Update gemacht, wie viel Prozent er von seiner Liste abgearbeitet hat. Und der ist auch gut vorangekommen. Der hat wirklich von A bis Z seine ganze Liste durchgezockt. Echt? Also ich habe so ein paar Spiele, auf die ich keinen Bock habe, überhaupt zu spielen. So, Freunde der Sonne, da ist er wieder. Erleichtert mit einer neuen Cola. Hervorragend. Ganz oft ist es ja auch einfach so, dass du denkst, oh, auf das Spiel habe ich eigentlich schon Lust. Und dann hast du aber nie wieder wirklich Lust drauf. Also du willst das einfach nicht installieren. Vor allem hätte ich die Spiele, die ich ja immer gar nicht durchspielen kann. Also wie wenn man, keine Ahnung, GTA, gut, bei GTA kannst du vielleicht Story spielen, gut, das gebe ich zu, aber so wie bei Path of Exile, was eben so ein MMOGA ist, willst du was durchspielen, bei Counter-Strike willst du was durchspielen. Manchmal, wenn du dann Elite bist, dann kannst du sagen, okay, gut, ich hab's geschafft, aber sonst. Weil Spiele, die so lange dauern, ist halt auch schwierig, ja. Ich habe ja Mass Effect durchgespielt, ja. Und wenn du jetzt quasi Teil 1 bis 3 kaufst, weil den dritten gibt's ja nicht auf Steam, wenn du dir wirklich vornimmst, die drei Spiele durchzuspielen, dann bist du da mal locker 120, 150 Stunden beschäftigt. Und halt musst du erstmal finden. Was sich lohnt bei Mass Effect, also Mass Effect war schon ziemlich genial. Ich habe diese Worte, hab den ersten Teil ein bisschen gespielt, bin irgendwann nicht weitergekommen, hab einen verdammten Planeten nicht gefunden, wo ich hin sollte, und ja, dann war's vorbei. Ja, keinen Bock mehr, Das zum nochmal anzufangen. war wirklich super. Super, super. Der zweite Teil war der beste. Meiner Meinung nach. Das war wie so eine. Das war, als hättest du
irgendeine Sci-Fi-Serie gespielt. Ja. Also, die du im Fernsehen verfolgst. Und so hast, da warst du einfach mittendrin. Die Charaktere waren super, die Grafik war super. Die Story war super, es hat dich so reingezogen und es war einfach nur vom Feinsten war das. Gab ja damals ja diesen riesen Aufschrei wegen dem dritten Teil, wegen dem Ende. Dann gab es das halt nicht auf Steam, gab es ja nur auf Origin. Das war noch zu der Zeit, wo Origin so super in das System eingegriffen hat und alles mal abgescannt hat. Deswegen habe ich mir das auf jeden Fall nicht gekauft. Aber es gab es, glaube ich, vor 2 Jahren dann mal bei Amazon für 1,99. Und da dachte ich mir dann, okay, Origin ist jetzt auch nicht mehr so schlimm. Jetzt kaufst du es dir. Konnte meinen Spielstand importieren vom zweiten Teil. Hab dann weitergespielt und war befriedigt. Das Ende war auch gar nicht so schlimm. Also ich fand, es war okay dann im Endeffekt. Und sowas hatte ich mir halt damals als Knights of the Old Republic oder also quasi das MMO rauskam. Ja, ja. Oder als sie es angekündigt hatten. Ich habe ja Knights of the Old Republic 1 und 2 sehr, sehr oft schon gespielt. Und dann hieß es, wir kündigen da was an. Und dann haben alle auf den Tag gewartet und ich saß da und hab die Pressekonferenz so, geil, Grotor 3. Weil ich wusste, wie gut, ich wusste, wie gut Mass Effect ist und ich wusste, das wird super. Und dann sagen die, wir machen ein MMO. Die Old Republic. Das nicht schlecht war, aber ich hab's gespielt. Es ist nicht schlecht. Ich finde, also, ich hab's, glaube ich, Anfang, letzten Jahres gespielt, ein paar Stunden lang. Ich fand's echt nicht schlecht. Also hat mir Spaß gemacht, das Kopfgeleger da rumzufliegen. Ich wollte ein Singleplayer-Spiel haben, mit einer geilen Story. Gut. Ja. Ich wollte halt einfach ein Mass Effect mit Lichtschwertern haben. Und das haben sie mir nicht gegeben, deswegen war das von Anfang an für mich gestorben. Ich habe dann mal die Demo, als es rauskam, gespielt. Und stand dann, das war noch zu der Zeit, wo so angesagt waren, alle drauf gewartet haben, stand dann hinter einem Questobjekt mit 20 anderen. Da standen wir da in der Schlange und haben gewartet, bis der vor mir dann irgendwann mal auch das Ding angefasst hat. Und ich so, das soll es jetzt sein? Das ist überhaupt, das hat mich überhaupt nicht... Wie sagt man? Die Immersion war nicht da. Ich meine, du hast dich einfach nicht gefühlt wie was Besonderes, auch wenn ich das Spiel suggerieren wollte. Du bist nichts Besonderes, wenn du mit 20 anderen an einem Questobjekt stehst und wartest, dass du bald mal dran bist. MMO halt. Ja. Deswegen, das war so schade. Ich kann nur raten, kannst du auswählen, es ist aktuell echt lustig, also macht Spaß. Und das ist ja, die haben schon die besten Trailer für rausgehauen, für Star Wars Online da. Das waren echt die besten Trailer. Muss man ihn lassen. Ist dir jetzt eingefallen, wie das Spiel heißt, was da rauskommt, was wie Overwatch ist? Nein. Verrecken nicht. Hätte ich ja jetzt gern mal gewusst. Ja, ich auch. Ja, super vorbereitet. Ja, ist eine. Ja, sprichst dir was an und kannst uns dann keine Infos dazu geben. Ich hab verfickten Trailer dafür gesehen, weil ich kann mir als Werbung auf YouTube sagen, was so. Hast du gerade verfickt gesagt? Jetzt muss ich das Video kennzeichnen ab 18 oder wie? Verzeihung, Beep. Warte mal, Beep drüber, ist einfacher. Vorspulen, Beep. Musst du demnächst mal das. Kannst du nicht mehr direkt streamen, musst das aufnehmen. Und danach bearbeiten. Verzeihung. Ich werde meinen Wortschatz zügeln. Ja, habt ihr das mitbekommen? Es gab die Woche im Counter-Strike-Bereich einen ziemlich krassen Skandal. Nö. Echt? Was? Da gab's. Es gibt da diese ganzen Betting-Seiten und so, ja? Ja. Ach so, ja. So, und ja. Genau, und da gibt's irgendwie zwei Leute, die haben halt diese eine Betting-Seite dann auf ihrem Channel immer promotet. Und da meinte er, ich kenne die beiden halt nicht persönlich und auch nicht vom Stream her, deswegen fallen mir die Namen gerade nicht ein. Aber auf jeden Fall der eine von denen, ich habe dann da mal das Video, wo er den Dienst vorgestellt hat, gesehen. Da ist er dann quasi so, hier, ich habe eine tolle Betting-Seite gefunden und die sind auf mich zugekommen, ob ich das nicht mal promoten will und alles. Und das ist dann wirklich Glücksspiel, du setzt einfach was und drückst auf einen Generator, der sagt dann, du hast gewonnen oder nicht. Ja, dann kriegst du halt Items zurück. Und der hat dann natürlich gewonnen und hat gesagt, hier, das ist super lustig und bla, und hast du nicht gesehen. Und dann kam im Nachhinein raus, hat dann so eine Newsseite aufgedeckt, dass der Typ CEO ist von dem. und der andere, der da mitgemacht hat, der war Vice President. Mhm. Also die waren beide in der Firma involviert und konnten quasi auch die Ergebnisse im Stream dann beeinflussen, sodass sie halt gewinnen. Und da war natürlich dann ein riesen Tara, was die Leute oder wie krass die gescannt haben.
Weil das halt Glücksspiel ist. Auch wenn es keins ist, weil es ja nicht um Geld geht, erstmal, sondern nur um Items. Aber man weiß ja, was die Items wert sind. Ich wollte gerade sagen, die haben doch auch einen Echtgeldwert, die Items, oder? Genau. Und da gab es riesen Stress und dann haben sich die Leute versucht rauszureden, die beiden. Und das hat natürlich nichts gemacht, weil es eindeutig war, ja. Dass sie die verarscht haben und das war übel. Also den Skandal wusste ich jetzt nicht, nur so anderen. Und zwar also eine, wurde jetzt Valve verklagt an sich. Ja, genau. Eben wegen illegalem Glücksspiel. Weil da eben so ein kleiner, was ich, 16 oder 14-jähriger Junge alle seine Alte beim Gamble da verwettet hat. Und eben verloren hat. Das ist ein illegales Glücksspiel, weil er 16 ist und sowas. Haben die Eltern halt Valve verklagt. Und ich kam es so an. Es ist teilweise auf vielen Gambling-Seiten kann man als, wenn man einen US-bezogenen Account hat, gar nicht mehr mitwetten. Das ist schon ziemlich, ja, gut. Es gibt auch große Beträge da, wenn man so. Weil Valve sich bis jetzt immer rausgeredet hat, weil die setzen ja im Endeffekt nur ihre API, stehen ja zur Verfügung, dass du dich da einloggen kannst in deinem Account. Gibt's ja viele Seiten, wo du dich mit Steam-Account anmelden kannst, und dann hast du die Funktion. Deswegen sagen die, naja, wir sind ja für das Angebot nicht verantwortlich. Aber da gibt's jetzt halt einen Class-Action-Lawsuit, wo sich dann mehrere zusammengeschlossen haben und haben gesagt, naja, wenn ihr das... Ihr bewertet das ja. Du musst ja, wenn du diese API nutzen willst, musst du ja trotzdem erstmal einen Vertrag ausfüllen oder sagt mal ein Formular, dass du das bei denen einforderst, dass du das benutzen möchtest. Und dann wissen die ja, um was es geht. Ja. Und die wussten, dass das einfach mal ein Glücksspiel ist und das für unter 18-Jährige zugänglich ist. Und das wird denen jetzt zum Verhängnis im Endeffekt. Haben wir ihre Milliarden verdient wahrscheinlich. Wenn wieder neue Skins gekauft werden müssten. Ja, natürlich. Also Valve verdient natürlich an dem ganzen System was. Und haben im Endeffekt eine Verantwortung, die sie immer von sich gewiesen haben, aber jetzt... Hofft man, dass die da eigentlich mal aufs Maul fallen. Ich finde es auch korrekt, also Valve geht zu lax um mit allem, was sie so machen. Wenn auch an dem ganzen Greenlight-Zeug, was sie da einfach erlauben und was alles für Spiele in den Store kommen. Also bei Valve muss einfach mal viel mehr passieren. Was mit ihrem Namen, ich gucke zu sehr auf das Spiel im Hintergrund, was in ihrem Namen so passiert. Also die können sich nicht einfach rausreden mit, nach dem Motto, naja, wir haben damit ja nichts zu tun, das ist einfach nicht drin. Da läuft alles über das Software, also ich will nicht so haben, ja. Bande. Eben, please. Habt ihr mitgekriegt? Ist jetzt zuletzt, ich glaube, wie lange ist das her? Eine Woche, zwei? Wie heißt es denn jetzt? Vorletztes Jahr gab es doch für Silent Hill diese PT-Demo. Ja. Ein Teaser. Teaser war das, oder? Teaser. Und das ist jetzt sowas ähnliches quasi rausgekommen, zumindest auf dem PlayStation Network, ich weiß nicht, ob es woanders auch verfügbar ist, für Resident Evil 7. Habt ihr davon was mitgekriegt? Nee. Okay, dann, ich hab's mir runtergeladen, hab's mal kurz angefangen zu spielen, aber dann musste ich leider ins Bett, weil berufstätig. Kann mal gucken, ob ich dazu auch ein Video finde. Und das ist halt quasi auch so ein Teaser für Resident Evil 7. Und die wollen bei Resident Evil quasi, ich weiß nicht, welche Teile habt ihr zuletzt vielleicht mal gespielt oder ein bisschen verfolgt? Code Veronica. Also noch wirklich. Nein, das letzte, was ich gesehen habe, war hier, wo es erstmal Resident Evil 4. Über die Schulter. Das genau, Resident Evil 4, über die Schulter, okay. Resident Evil 4 ging ja sogar noch, fand ich. Resident Evil 5 war dann schon wieder, Resident Evil 5 war es für mich kein Resident Evil mehr, das war dann bloß noch ein Shooter. Ja. Ich habe das Spiel wirklich durchgesuchtet, habe das viel gespielt. Es hat mir Spaß gemacht, aber man hätte dem Spiel halt einen anderen Namen geben können und es wäre auch gut gewesen, es war kein Resident Evil. Resident Evil 6 habe ich mir noch gekauft, war aber einfach Schrott. Mir war auch kein Spaß mehr gemacht. Genau. Das mit der Blowjob-Giraffe. Mit der Blowjob-Giraffe, genau. Und jetzt wollen sie halt wieder zurück zu den Wurzeln, mehr zum Horror-Genre. Und hab mir diesen Teaser jetzt runtergeladen, hab den mal kurz angezockt und was das Erste, was mir erstmal aufgefallen ist, es ist jetzt aus der Ego-Perspektive. Okay.
Also ich weiß nicht, ob das ganze Spiel so sein wird. Und ich habe auch keine Zombies gesehen. Es war... Ja, ich habe die, wie viel habe ich nicht gespielt, die ersten 10 Minuten, Viertelstunde. Mehr wie in so einem Teenie-Film, so ein abgelegenes Haus irgendwo im Wald und drei Typen mit einer Kamera wollten da wohl irgendein Video aufnehmen für ihre Sendung, die sie machen, die von so einem gruseligen Haus. Die gehen da rein, einer verschwindet sofort, der andere wacht dann irgendwann wieder auf dem Boden, niedergeschlagen und muss sich dann halt in diesem Haus zurechtfinden, wo halt ein Haufen abgedrehte Sachen anscheinend passiert sind. Dann liegen da Zettel rum, du bist der Nächste, bla, was weiß ich, und dann findet er eine Leiche im Keller. Ja, also Zombies habe ich keine gesehen, Ego-Perspektive, und was ich einfach fand, es hat mich total an die PT-Demo erinnert. So nach dem Motto, Mann, auf die PT-Demo sind die alle so abgegangen, ja, und das Spiel wurde eingestampft, Mensch, da machen wir doch jetzt was draus. Das fand ich halt, hat ein bisschen so einen Fadenbeigeschmack gehabt. Ja, das glaube ich. Das hat ja viele fasziniert damals, als die Demo da rauskam. Und ich glaube, ich habe jemanden gesehen, der hat diese Resident Evil, diesen Teaser mit VR-Brille gespielt. Das war, glaube ich, das, was ich davon gesehen hatte. Der hat sich schon sehr gut in der Hose gekackt dabei. Das war schon sehr gut. Also ich glaube schon, dass das gruselig so, dass sie da schon gut dran sind, das wieder zu machen. Aber es ist halt irgendwie auch nicht Resident Evil, finde ich. Hm. Weil Resident Evil ist für mich Resident Evil 1, 2, 3, wobei 3 schon wieder schlecht war, und Code Veronica halt. Das sind so diese Ursprungs-Resident Evil. Und ja, damit hat das jetzt auch nicht viel zu tun. Die sind zu sehr vom Weg abgekommen. Also, ich könnte es, wenn du ein Spiel Resident Evil nennst, dann muss es halt, müssen es Zombies sein und muss es um Umbrella gehen. Genau. Ja. Alles andere zählt einfach nicht. Dazu, also, entweder, sie können natürlich ein Spiel machen, das so gruselig ist, aber es muss halt mit den Themen zu tun haben, oder es muss irgendwann darauf hinauslaufen, dass darunter ein Umbrella-Komplex ist, oder dass es mit Umbrella zu tun hat, ja. Und es muss irgendwo was mit den Stars zu tun haben und so weiter. Das musst du schon bringen. Ja, es gibt so ein paar Noten, die du anschlagen musst, wenn du ein Resident Evil-Spiel programmieren willst. Ansonsten kannst du einfach nur gruseliges Spiel 3 nennen. Dann ist es auch okay. Ja. Ja. Genauso wie Silent Hill-Spiele halt einer bestimmten Formel folgen müssen. Es muss halt irgendwas mit der Stadt zu tun haben. Muss mit diesen Veränderungen zu tun haben. Wenn das nicht kommt, dann ist es kein Silent Hill. Aber wer weiß, was sie draus machen. Vielleicht kommt ja was. Es ist ja nur ein Teaser, ne? Es ist, weiß ja nicht, erstmal nur ein Teaser, vielleicht, was dahinter steckt. Vielleicht geht es dem ja auch so wie dem PT-Teaser, dass sich das ganz schnell wieder erledigt hat. Man weiß es nicht. Und ich glaube, das mit dem... Also die machen ja... Wie heißt denn der Typ, den sie da... Der von The Walking Dead, der hat doch bei PT... Sollte doch da mitmachen. Ah. Norman Reed? Ja. Oder so? Ich weiß nicht, ob Norman Reedus, aber ich weiß, wen du meinst. Reedus? Genau, Norman Reedus. Norman Reedus. Daryl Dixon oder wie ich weiß. Genau. Und die machen ja mit ihm noch ein anderes Horrorspiel. Ja. Da ich letztens von einem Kumpel auf Arbeit den Trailer geschickt bekommen. Das war das, der war mit dem Fötus und so. Genau, wo und du am Strand aufwacht, genau, nackt und irgendwie Fötus oder Baby an der Brust drückt oder so. Das war sehr verstörend, muss ich sagen. Das fand ich gut, weil es so verstörend war, aber es war sehr verstörend. So, was geht ab? Und ich glaube, da machen die noch was draus. Es ist, glaube ich, offen mit dem... Was? Kojima? Ja, macht er das? Hideo Kojima oder sowas? Genau, den haben sie doch gekickt bei... Ja, Konami. Konami. Und der macht halt mit ihm und anderen Leuten jetzt weiter. Nennt's halt nicht, hat halt nichts mit Silent Hill zu tun, aber ist im Endeffekt der Schauspieler. Und gruselig. Death Stranding heißt das Spiel. Bei der E3 wurde es vorgestellt. Und das war relativ verwirrend, der Trailer. War schon gut aus, als natürlich ein Trailer, wird im Spiel natürlich wahrscheinlich nicht so gut aussehen. Aber hat diese, also wenn du ihn siehst, das sieht schon sehr echt aus, aber es ist immer noch sehr, sehr komisch. Es wirkt noch nicht wirklich echt, das ist das Problem. Dieses Uncanny Valley ist da noch nicht durchschritten. Noch sehr verwirrend aus, wie er da so
auf dem Bildschirm erscheint. Ja. Ja, aber mal ein richtiges Grusel. Also mir bringt es nichts, gruselige Spiele, weil ich ja keine Spiele, ich weiß ja. Bist du ein kleiner Hosenscheiße. Weil ich mir dann in eine Hose mache und nicht weiterspielen möchte. Aber zu gucken ist immer super. Ja, toll. Muss halt jemand finden, der das für mich spielt. Ich meine, heutzutage ist das ja kein Problem mehr. Da machst du Twitch an und hast dann eine Auswahl von 300 Leuten, die gerade das Spiel spielen. Ja. Und alle sind nur scharf drauf, dass du bei denen zuguckst. Mhm. Aber früher war das ja halt nicht so, ne? Da wollte ich Code Veronica sehen, dann musste ich den Kralle einladen, dass der Code Veronica spielt und ich habe mich dazugesetzt. Genau. Du kennst die Resident Evil Story auch nur, weil ich sie durchgespielt habe. Korrekt. Das war nie was für mich. Das war ja, mir alles. Nachvollziehbar, mit gruseligen Sachen kann ich mir auch nicht so anfreunden. Also, weder mit Film noch mit Games. Also ich gucke gerne gruselige Sachen, ja. Deswegen gucke ich auch solchen Spielen gerne zu. Aber involviert zu sein, das ist halt wie heißt das Hormon, das ausgeschüttet wird? Wenn man sich erschreckt, wenn man auch Adrenalin. Das Adrenalin bringt mich halt in diese Starre und ich kann mich nicht mehr bewegen, weißt du? Ich komme da nicht vorwärts. Deswegen konnte ich auch damals Doom 3 nicht spielen, weil ich einfach so viel Schiss hatte, dass irgendwas irgendwo auf mich wartet. Und dann bin ich halt in diesem Fight-or-Flight-Modus und ich bleib einfach nur stehen, in Schockstarre und denke so, oh, hoffentlich ist das vorbei. Und es geht natürlich nicht vorbei, weil es ein Spiel ist, ja. Du musst ja irgendwas machen. Du musst ja bewegen, ja. Das ist natürlich toll, ne? Ja, also auf mich wirkt das so, wie die Natur das vorgesehen hat. Ich mache den entweder aus, ich flüchte, oder ich bleibe einfach stehen wie so ein Hase vor dem Kanin, wie ein Hase vor der Schlange und mache da nichts mehr. Da ist natürlich ein Film für dich optimal, da musst du dich nicht selbst überwinden, die Tür zu öffnen oder so. Genau, die machen das einfach, ich muss dann bloß meine Hand vor sich halten. Ah! Und dann ist gut. Wie bei Conjuring. Der erste Teil, der war ja sehr, sehr, sehr krass. Da hatte ich ja auch gut Schiss beim Gucken. Da hatte ich denn hier, weil meine Freundin ja sowas generell nicht guckt, muss ja so mit Kopfhörern gucken. Das Problem, da kannst du dir zwar die Augen zuhalten, aber du hörst ja immer noch alles. Und oh, da hatte ich auch teilweise, lag ich auf dem Sofa und hab so vor mich, ich war zusammengekauert und hab vor mich hin gezittert. Und der zweite Teil soll auch sehr, ziemlich gut sein. Den werde ich mal, wenn es ihn in wenn es den auf DVD gibt, werde ich mir den mal besorgen. Bis Filmabend. Vielleicht gibt es den ja auch als Stream irgendwo. Ja, bestimmt. Natürlich nur zu bezahlen. Ganz legal. Natürlich, also nur wenn man dafür bezahlt. Ja. Aber der soll ziemlich gut sein und so muss, also Horror muss halt wirklich Horror sein. Also ich finde Jumpscares und sowas sind einfach nur Brutalität. Das ist, so Slasher-Filme sind gut, wenn ich weiß, dass es ein Slasher-Film ist. Wenn einer ein Film als Horrorfilm angepriesen wird, dann ist es bloß ein Slasher-Film, dann bin ich enttäuscht und mache dann aus, weil ich dann da keinen Bock drauf habe. Das ist ja, wo du es gerade ansprichst, Jumpscares, warte, jetzt muss ich gerade mal gucken, wie heißt das? Until Dawn, das habe ich letztes Jahr gespielt und das ist so ein Spiel, das wirft ja mit Jumpscares um sich. Nach 10 Minuten in dem Spiel bist du so abgehärtet, weil du weißt, jetzt kommt ja gleich wieder ein Jumpscare. Genau. Also die einzigen gruseligen Spiele, die ich gespielt habe, war so 4-1, Alter. 4-1 fand ich schon fast so heftig. Ja, das war auch sehr gruselig. Das war richtig, richtig gut. Das macht und Dead Space hat mein Freund gerne gezockt. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, warum ich sowas antut, aber wow. Ich verstehe es auch nicht. Also Dead Space und Dead Space 2 habe ich ja rumliegen. Aber ich weiß, dass es nicht spielen kann, weil es so gruselig ist. Dead Space 3 würde ich schon wieder spielen, weil es im Endeffekt nur ein Shooter ist. Ja, vor allem Dead Space 3 hat ja auch einen Koop-Modus. Das macht schon wieder ganz viel von dieser Horror-Atmosphäre kaputt. Ja. Genau. Also 4 war schon so quasi mein erster Shooter im gewissen Sinne. Den ersten richtigen. Aber er war schon echt heftig so. Obwohl man irgendwann auch wusste so, oh, es wird dunkel. Das Mädel kommt gleich wieder, haben die Hallo zu sagen. Genau. Und dann brennt die Luft und dann so, okay, gut. Und das wurde ja auch super in Szene gesetzt. Und da kann ich nur das Spiel empfehlen. Condemned damals. Mhm. Das gibt es in Deutschland auch nicht mehr, weil es indiziert ist. Also es würde wahrscheinlich heute nicht mehr indiziert werden, aber es ist halt indiziert noch, steht auf dem Index, deswegen kannst du es hier nicht kaufen. Muss halt über irgendwelche ausländischen Seiten besorgen. Sind damals in England gekauft. Und Condemned,
Da geht es darum, dass du bist quasi einer bei der Polizei in irgendeiner Stadt, ich weiß nicht, wo es spielt, und dir wird ein Mord angehängt, deswegen bist du, fliegst du da raus, du wirst quasi von der Polizei gejagt, bist ein bisschen Rogue unterwegs, aber es gibt halt auch einen Mörder. Und da gibt es so viele Szenen, die so abartig gruselig sind, ja, die so in deine Psyche reingehen, dass ich das Spiel vielleicht, ja, 4, 5 Level weit spielen konnte. Das hast halt immer so Missionen. Und dann habe ich gesagt, gut, das ist mir zu viel. Das hat mich so gestresst, diese Angst, die ich da hatte. Und geht auch heute noch als, wenn es halt Ego-Perspektive, geht auch noch als Klassiker dieser Gruselspiele. Und weil die es halt auch schaffen, dich auf Dinge aufmerksam zu machen, ohne dafür eine Cutscene zu brauchen. Ja, die haben halt diese Level-Designer, die haben das geschafft, deinen Blick so zu führen, dass du die gruseligen Sachen von ganz alleine siehst. Und dadurch bist du noch viel mehr erschrocken, weil du halt irgendwo hinguckst und auf einmal huscht irgendwas durchs Bild, so wie es halt in einem Film ist, weißt du? Denkst du so, oh Gott, was ist das? Und du weißt, du musst da hin, aber du willst da gar nicht Ich hin. muss Weil um du, die Ecke. ja, und dann hast du Ehrlich? halt, so, gehst du da jetzt hin oder machst das Spiel aus, weißt du? Die zwei Möglichkeiten hast du dann an der Stelle. Da macht der Scope natürlich aus. Ja, also ich hab Condemned dann einfach sein lassen, das war mir zu krass. Da gibt's Szenen, da bist du in irgendeinem alten Lagerhaus, und da stehen solche Mannequins rum. Und die Boah. stehen erstmal nur rum, weißt du? Du gehst so, investigierst da alles, guckst Kommen die dir ein jetzt bisschen an. näher? Bewegen die Ge sich genau, so? irgendwann gehst du um eine Ecke und du guckst dir etwas an, weil du hast in dem Spiel so auch so ein bisschen, du hast halt so, wie nennt sich das so, hast halt Gerätschaften, um Dinge zu untersuchen, weißt du? Wie bei CSI Miami. Du musst halt Dinge untersuchen und alles. Und dann drehst du dich um und einmal haben die sich bewegt. Weißt du? Und du weißt ganz genau, die standen eben anders. Und das passiert immer mal wieder. Und mehr passiert eigentlich nicht, außer dass sie sich Aber es bewegen in dem reicht ja. Level. Aber es ist so hart, weil die dich auch immer angucken. Also die gucken mich immer an. Das erinnert mich an eine Doctor Who-Folge. Ah, das weiß ich nicht. Dann ist Nur. diese Weeping Angels bei Doctor Who. Ja, genau. Das ist auch so, wenn du wegguckst, bewegen die sich. Genau. Boah. Schrecklich. Und so, aber sowas macht natürlich Spaß. Also muss Horror sein, in meinen Augen. Es muss wirklich in dir eine Urangst auslösen, dass du dich nicht weiter bewegen kannst. Entweder du bist dann halt stark genug und kannst dich dann, hast dann Spaß dran, dich zu gruseln, weil das soll es ja eigentlich sein. Du sollst ja Bock drauf haben, dich zu gruseln. Oder es ist halt zu krass. Oder es ist halt überhaupt nicht krass. Dann denkst du dir, was habe ich mir hier angetan? Das ist langweilig. Ich bin nach dem dritten Jumpscare, bin ich abisch. Oder bin ich abgeturnt davon? Ich weiß, was kommt. Dann kann es noch sein lassen. Condemned kann ich nur empfehlen. Richtig gut. Und läuft sogar, ist sogar noch heute ganz hübsch, weil es Unreal Engine 2 ist oder so. Echt? Noch Geht. besser als was? So alt ist es nicht, nehmen. Condemned. Criminal Origins ist aus dem Jahr Erstveröffentlichung Xbox 360 2005 und Windows 2006. Na, das steht noch. Ja, das war ziemlich gut. Wusste ich auch gar nicht beim Spielen. Weil der Witz ist auch, also du hast nicht nur diese übernatürlichen Elemente, du hast auch in dieser Stadt grassiert eine Droge, die die Leute quasi so wahnsinnig macht. Also die Leute greifen dich halt an. Da, wo du, weil du schleuderst ja immer bis abseits der großen Straßen rum. Und du hast halt, an sich hast du Was? bloß, du hast an sich bloß Schlagwaffen. Ab und zu findest du mal eine Pistole. Aber die Pistole und die Munition ist super selten. Und wenn du auf jemanden triffst mit einer Pistole, dann weißt du, okay, der hat 6 Schuss in der Kammer. Ich muss den jetzt töten. So schnell wie möglich. Vorgeballert. Bevor der alles verballert hat. Aber du kannst ja quasi mitzählen. Gab halt eine Szene, die ich immer so im Kopf habe. Er hat auf mich geschossen. Ich so, eins, zwei. Ich so, oh Gott, ran, ran, ran. Er hat dann noch einen dritten Schuss abgegeben. Ich habe den getötet. Und hatte dann natürlich zum Glück endlich eine Pistole mit 3 Schuss. Weißt du? Und die 3 Schuss hebst du dir auch auf. Und die sind so heilig, die 3 Schuss. Die 3 Kugeln, die du da hast. Und das ist halt super gut gemacht. Aber wirklich fantastisch. Ja, so viel zum Thema Gruseln. Ja, wir halten fest, Scope ist ein Schisser. Nein, ich kann es gucken, ja. Ich kann es halt nicht aktiv spielen.
Und die ganzen VR-Sachen machen das nicht besser. Ich wollte gerade sagen, jetzt wartet da erstmal ab, wenn jetzt hier VR ein bisschen länger draußen ist, ein paar Spiele dafür rausgekommen, wenn da die ersten Horror-Games für kommen, mein Gott, da brauchst du eine Windel. Genau. Ja, Konzepte gibt es ja schon genug, ja, also für richtig großen Gewinn. Ja, das bietet sich auch an, wenn du schon so drin bist, so richtig, dann bietet sich doch Horror gerade echt dafür an. Habe ich letztens irgendwann ein Video gesehen, da hat einer, seiner Freundin so ein Oculus Rift aufgesetzt. Ja. Und da gab's, die hat irgendwann, das war einfach nur, du stehst in der Mitte und die Zombies kommen auf dich zu. Ja. Das sieht doch nicht mal wirklich gut aus. Genau. Aber die war, dadurch, dass du da drin bist, ja, das war so geil, wie du gesehen hast, wie die Waffe sich durch ihr Zittern. Du hast halt in dem Video gesehen, wie die Waffe gezittert hat. Weil die so voller Schiss war. Also, das war einfach nur hammerhart. Wenn du weißt, was man daraus machen kann. Was du den Leuten, die auf sowas stehst, geben kannst. Das ist schon genial. Ja, auf jeden Fall. Also dann die Junkies, der Gamer. Ja, also das kannst du auch nicht lange spielen, Digga. Also nee. Bist du nach einer Stunde spielst, bist du erschöpft. Da hast du deine Adrenalinreserven verbraucht, bist völlig blass und so. Und dann musst du erstmal hinsetzen und eine Stunde essen. Oh, ja. Okay. Ups, das war ein Mikro. Ja. Jo. Oh, sozusagen, welche spannenden Dinge, die ihr unbedingt ansprechen wollt. Bei mir jetzt gerade nicht mehr. Wir labern ja auch schon alle dreiviertel Stunde. Ich bin gerade ein bisschen geflasht. War ich auch kurz geflasht. Oh, okay, schon lange. Ich habe ja jetzt, als wir angefangen haben, über Resident Evil 7 zu sprechen, habe ich jetzt mal ein Video von diesem Teaser angemacht. Und jetzt ist der halt weiter, als ich es gespielt habe. Denke ich mir halt, hätte ich mir auch in die Hose gemacht gerade. Da hinten bewegt sich was. Geil! Vielleicht schaffen sie es ja, was Gutes zu machen. Und das in das Universum einzubauen. Ich meine, du kannst die Zombies ja. Ich meine, das war ja damals nicht ungruselig. Ja, also nee. Dass du das erste Mal auf dem Zombie getroffen bist und alles. Das Ding ist. Wär's. Und es ging ja auch weiter. Also, ich weiß nicht. Zum Beispiel so ein Gang, wo du wusstest, dann später, da kommen sie dann wieder reingesprungen. Und die sind 10-mal diesen Gang vorbei. Und du hast schon Angst, aber die kommen nicht rein. Und irgendwann platzt sie da rein, die Monster. Und das, dann nachher die Hunde, was es nicht alles gab. Das war dann schon ziemlich gruselig umgesetzt. Ganz normal Zombies waren natürlich auch irgendwann, aber halt Zombies, ja. Die, da hast du gewartet, bis sie ran waren, hast du den Kopf geschossen. Das kann man natürlich heute gut umsetzen. Man könnte es einfach mal, könntest ja auch rebooten, weißt du? Ich meine, Reboots sind eh angesagt. Warum nicht einfach den ersten Teil nochmal richtig auf gruselig trimmen? Ego-Perspektive, gehst in das Haus, machst die Monster mit der heutigen Grafik richtig pervers, machst den Sound richtig gut. Musst es ja nicht eins zu eins übernehmen, kannst ja das an die heutige Technik anpassen. Ich meine, der erste Teil wurde ja im Grunde genommen sogar schon mal gerebootet auf dem Gamecube im Jahr 2000. Ja gut, aber das war ja nur Resident Evil 1 in hübscher. Aha, es war auch ein bisschen verändert. Ah, okay. Waren auch ein paar neue Areale mit drin und ein bisschen umgebaut. Natürlich war es grundsätzlich immer noch dieselbe Story und immer noch in dem Herrenhaus, aber es gab ein paar Sachen, die es im Ursprungsteil nicht gab. Ich würde mir eher wünschen, dass sie das, was sie da auf dem Gamecube mit dem ersten Teil gemacht haben, nochmal mit dem zweiten Teil machen würden. Ja, das stimmt. Den zweiten Teil könnte man natürlich auch nehmen. Der war auch ziemlich gut. Der dritte war Nemesis, ja. Der war jetzt nicht so knorke. Code Veronica war wieder ganz gut. Ja. Da hatte ich auch ziemlich Angst. Würde ich schon sagen. Über diese eine Stelle, wo du da gehst einfach nur durch so eine Tür. Und da fand ich ja schon, ich hab's ja auf dem Dreamcast damals gespielt. Und ich hab's auf deinem Dreamcast gespielt. Ja, ich hab's natürlich auch anfangs schon gespielt. Ich hab ja, bis das ja zu dem Friedhof ganz am Anfang, bis die kommen. Nee. Ich bin schon weitergekommen, weil es gab ja diese Stelle irgendwann, wo du das erste Mal auf diese Viecher triffst, die ihren Arm so ausfahren können. Ja. Und ich weiß, da ist auch so, du kommst jetzt in so einen Raum erstmal, da ist erstmal noch nichts. Und dann hörst du diesen Albert, wie er mit dir redet. Und dann lacht er auch noch so krank und sagt so, oh, freu dich mal auf, was gleich kommt und so. Und dann denkst du so, oh Gott, was kommt denn jetzt? Dann musst du durch die Tür gehen, die da noch offen ist. Und du, dann zittert dein Pad, weil dann geht der Ton runter, du hörst dein Herz schlagen von dem Protagonisten, von Jill, glaube ich, ist es, oder? Nee, von Claire. Ja. Auf jeden Fall, du hörst und fühlst dein Herz.
Und dann kommst du da rein und dann kommen diese Viecher um die Ecke und an sich ist es dann so schlimm nicht, wenn du erstmal da bist, weil du ballerst die Viecher einfach über den Haufen. Aber diese Sekunden davor, die setzen dein Adrenalin so hoch, die machen dir so Angst, weil du nicht weißt, was kommt. Und die Story ist halt super cool bei dem Spiel mit den beiden, mit seiner Schwester und was da nicht alles nachher noch kommt. Dann da unter Wasser und ach, ey, Code Veronica war einfach super. Und es hat zum Zugucken absolut voll viel Spaß gemacht. Du wolltest halt auch wissen, was so passiert. So war in meiner Erinnerung das letzte richtig gute Resident Evil. War halt auch groß, war, hatte noch diese alte Tanksteuerung und war schon was. Gut. Dann würde ich mal sagen, kommen wir zum Schluss, oder? Ja, bin ich auch für. Mein Arm ist kalt. Was gibt's denn? Großes, Hähnchen vom Grill. Hähnchen vom Grill. Schon vor einer Stunde. Ich habe extra hier mein Zimmer eingeschlossen und werde ich mich nicht gestört werden, weil ich einen wichtigen Podcast aufnehme für den Verein. Ja. Ich würde dann sagen, bevor wir dich essen lassen, dass wir mal gerade noch ganz kurz sprechen, wann. Was die Woche dran ist, was? Erstmal, ja, klar, was. Also erstmal Termin, wann machen wir das nächste Mal? Jetzt quasi wieder in 2 Wochen? Oder wir hatten es ja das letzte Mal Freitag gemacht und jetzt auf den Samstag verschoben, weil ja gestern eigentlich mal ursprünglich das FIFA-Turnier angesetzt war, was jetzt auf nächste Woche Freitag verschoben ist. Wie machen wir es jetzt an Scope? Nicht, in nächste Woche, also übernächste Woche Samstag wieder oder wieder auf den Freitag? Keine Ahnung. Lass uns das auf den Samstag legen, oder? Also ich kann zumindest heute in 2 Wochen, das ist jetzt mal hier gerade Kalender gucken, damit wir eine Zahl haben, am 23.07. kann ich auf jeden Fall, hätte ich wieder Zeit. Ah, ich auch. Und dann würde ich doch sagen, mal wieder 23.07. 18 Uhr. Und wir gucken mal, ob wir uns da wen und wie viel und wer dann noch mit dabei sein wird. Und mal schauen, was bis dahin passiert. Auf meiner Liste kommt jetzt, glaube ich, in die nächsten 2 Wochen im Juli nichts neu, wo ich sage, das muss ich auf jeden Fall zocken. Kommt nichts. Nee, das nächste, was ich so auf der Liste habe, was ich mir auf jeden Fall holen werde, ist No Man's Sky und das wurde ja in August verschoben. Ich glaube, jetzt direkt rauskommt, tut nichts. Also in der Zeit nicht, also. Demnächst kommt ja das neue Deus Ex raus. Das interessiert mich schon. Das Honor 2 soll demnächst rauskommen. Das werde ich auch auf jeden Fall zocken. Weil das der erste Teil super, super, super genial war. Aber Deus Ex Human Revolution war auch super, super genial. Da habe ich, glaube ich, schon 4-mal oder so durchgezockt. Das sind dann die nächsten Spiele, auf die ich mich freue. Da kann man dann nochmal schön drüber reden. Cool. Ja, mein nächstes kommt erst im Oktober. Ja, schade. Was? Call of Duty, was? Ich wollte gerade sagen, nee, Oktober, Call of Duty. Battlefield 1. Da habe ich richtig gehypt drauf. Also Battlefield im Ersten Weltkrieg-Setting habe ich schon Lust drauf. Ja, aber da bin ich auch noch skeptisch, ob das nicht so wie bei Hardline laufen wird. Das wurde vorher auch gehypt bis zum geht nicht mehr und ist ja im Nachhinein jetzt auch nicht so beliebt. Also die meisten spielen wieder Battlefield 4. Ja. Ja, wir werden sehen, ich weiß nicht. Also ich bin gehypt drauf, ich hab Bock drauf. Das ist cool. Gut, also der Henning wird bis Oktober nicht mehr eingeladen, der hat bis dahin kein neues Spiel. Alles klar, dann könnt ihr euch noch verabschieden. Habt ihr noch was zu sagen? Ich habe nichts weiter zu sagen. Ich würde nur einen noch schönes Wochenende wünschen und bis zum nächsten Mal. Ich tue dasselbe. Wer Informationen braucht, guckt auf magnum-esports.de. Dort steht alles, was ihr finden müsst, auch diversen Kanälen. Dann würde ich von meiner Stelle sagen, gehabt euch wohl. Gehabt euch wohl? Gehabt euch wohl. Jawohl, mein Lord. gut, dann möchte ich noch hinzufügen, der Henning hatte gesagt, wie ihr uns erreichen könnt und ich möchte noch erwähnen, vergesst nicht, wenn ihr bei Amazon kauft, über unseren Partnerlink zu kaufen und ansonsten sag ich bis in 2 Wochen spätestens, ich werde garantiert zwischendurch nochmal streamen, aber in 2 Wochen wieder Sprechstunde. Abgegrüßt. Ciao. Oh.